So, jetzt kommen wir aber ganz schnell zurück zum Haushalt. Der Einzelplan 15 Gesundheit ist aufgerufen von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann. Der Gesundheitseinzelplan hat ein Volumen von 15,35 Milliarden Euro und der allergrößte Teil, nämlich 14,5 Milliarden Euro, die sind festgebucht, die fließen nämlich in den Gesundheitsfonds. Der Gesundheitsfonds, das ist ja diese Art Geldsammelstelle, möchte man fast sagen, wo alle Beiträge der Arbeitgeber, der Sozialversicherungsträger und der Mitglieder der Krankenkassen hinfließen, sowie auch der Bundeszuschuss. Und aus diesem Fonds erhalten die Krankenkassen dann die Mittel zurück, die sie benötigen, um die Leistungen der Versicherten zu finanzieren. So, die Aussprache ist jetzt eröffnet. Und die erste Rednerin kommt von der AfD-Fraktion, Birgit Malzack-Winkemann. Sie ist die Berichterstatterin für diesen Einzelplan im Haushaltsausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, Quod licet Jovi, non licet Bovi. Was sich Jupiter erlaubt, darf der Ochse noch lange nicht. Kann man so das Verhältnis der gesetzlich Krankenversicherten zur Macht der Krankenversicherungen bzw. des Steuerzahlers zum Gesundheitsfonds umschreiben, jeweils geduldet durch diese Regierung? Wir, die AfD, stellen fest, diese Große Koalition hat jahrelang zugelassen, dass Krankenkassen und Krankenhäuser unzulässige pauschale Rechnungskürzungen wahrscheinlich insgesamt in Höhe von zig Milliarden vereinbaren und im Gegenzug auf Abrechnungsprüfungen durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen verzichten. Niemand hinderte die Krankenhäuser, die Abzüge im Vorfeld einzukalkulieren und überhöhte Rechnungen auszustellen. Eine Überprüfung fand ja nicht statt. Es wurde also ein System erschaffen und regierungsseitig jahrelang geduldet, das millionenfache Gelegenheit zum Abrechnungsbetrug ermöglichte. Und geschieht etwas zur Aufarbeitung dieses unerhörten Skandals? Eines Skandals, der dazu geführt haben dürfte, dass gesetzlich Versicherte jahrelang mehr Kassenbeiträge zahlten, als sie mussten, und auch Steuerzahler mehr, als für den Gesundheitsfonds erforderlich gewesen wäre? Nichts, aber auch rein gar nichts. Nein, Minister Spahn meint, es sei in Ordnung, wenn derartige Vereinbarungen für die Zukunft verboten werden. Gibt es eine Korrektur der Kassenbeiträge zugunsten der Bürger oder weniger Steuerbelastung für die Zukunft? Nein, gleichfalls Fehlanzeige. Im Gegenteil, die Beitragssätze sollen nächstes Jahr sogar erhöht werden. Ja, das Gesundheitsministerium wusste auf Nachfrage einzig der AfD noch nicht einmal, wie lange diese Zustände andauerten. Eine Aufarbeitung sei nicht erfolgt, noch nicht einmal eine stichprobenweise Überprüfung. Könnte sich ein normaler Bürger das je erlauben? Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, Sie würden dem Finanzamt erzählen, ja, ich habe jahrelang betrogen, ist aber unwichtig, für die Zukunft mache ich das nicht mehr. Nein, Sie, verehrte Mitbürger, hätten wegen jeder noch so kleinen Ungenauigkeit Ihrer Steuererklärung nachfragen, alles müsste dort genau belegt werden. Erkennen Sie die eklatante Ungleichbehandlung? Weshalb werden unsere Bürger nicht finanziell entlastet, wenn klar ist, dass die Beitragssätze zur Krankenversicherung überhöht sein müssen? Wir, die AfD, haben uns aufgrund der fortgesetzten Ignoranz der Regierung beim Bundesrechnungshof erkundigt. Danach gab es die Mauscheleien jedenfalls seit 2013. Ein längerer Zeitraum wurde nicht geprüft. Die Kürzungen erfolgten unterschiedlich, teilweise zu 50%, teilweise zu 100%, bis zu einer bestimmten Anzahl Abrechnungen. Sie betrugen allein bei einer Krankenkasse zig Millionen. Überprüft wurden 12 von 110 Krankenkassen. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Beitrags- und Steuerzahler jährlich um mehrere Milliarden geschädigt wurden, unter Berücksichtigung des jahrelangen, vielleicht sogar jahrzehntelangen Zeitraums, wahrscheinlich sogar um zig Milliarden. Also ungeahnteter, zig Milliarden hoher Betrug zu Lasten unserer Bürger. Aber manche sind halt gleicher als gleich. Nicht wahr, Herr Spahn? In eine ähnliche Kategorie fällt ein weiterer neuer Posten im Haushaltsplan. Ab 2020 ist für zunächst einmal 2 Millionen Euro geplant, in Mexiko, im Kosovo und auf den Philippinen Pflegefachkräfte auszubilden, die nach der Ausbildung nach Deutschland kommen sollen, um unseren Pflegenotstand zu lindern.
Wir, die AfD, fragen, haben wir nicht genug Menschen im Inland, die dafür ausgebildet werden könnten, wenn sie nur wollten? So entschied sich 2018 nur ein Bruchteil von 1,8% der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Asylbewerber für eine Arbeit im Pflege- und Gesundheitssektor. Merkwürdig ist, von der Bundesregierung ist nichts geplant, um Asylbewerber gezielt in dringend benötigte Pflegeberufe zu lotsen. Warum nicht, Herr Spahn? Sie fliegen sogar selbst nach Mexiko, um genau dieses, nämlich gezielte Anwerbung von Mexikanern für Pflegeberufe in Deutschland zu tun. Und weshalb suchen Sie nicht in Spanien oder Italien? In Europa gibt es Millionen gut ausgebildete junge Arbeitslose, in Spanien und Italien um die 40%. Darüber hinaus ist es seit jeher in Deutschland üblich, Menschen in diejenigen Berufe zu lotsen, die gerade besonders benötigt werden. Warum soll das für Asylbewerber nicht gelten? Oder sind auch hier wieder einmal manche gleicher als gleich? Davon abgesehen, wieso erfolgen bei den derzeitigen hiesigen Massenentlassungen in fast allen Sparten keine Umschulungsmaßnahmen? Als hätten wir hier nicht genug Arbeitslose. Zigtausende allein bei den DAX-gelisteten Konzernen und deren Zuliefererbetrieben. Und nicht zuletzt, wie können Sie, Herr Spahn, auch Statistiken und Auswertungen zu flüchtlingsbedingten Kosten im Zusammenhang mit dem Gesundheitsfonds verzichten, wenn jedem vernünftig denkenden Menschen klar ist, dass diese aus Ländern stammen, in denen es Krankheiten gibt, die hierzulande vor der Flüchtlingswelle nur in überschaubarem Umfang vorhanden waren oder sogar als ausgerottet galten? Wie Tuberkulose, HIV oder Hepatitis oder andere, hier früher nicht bekannte, möglicherweise sogar tödliche Krankheiten. Fakten hören nicht auf zu existieren, nur weil sie ignoriert werden. Danke schön. Danke. Nächster Redner ist für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Josef Rief. Und Josef Rief ist wie seine Vorrednerin Berichterstatter für diesen Einzelplan, allerdings für die Unionsfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich hätte jetzt echt Lust, auf meine Vorrednerin einzugehen, aber ich werde es nicht tun, weil Dinge, die wir längst in den Berichterstattergesprächen geklärt haben, eigentlich klar sind und Dinge, wenn es um Ausländer geht, das zum siebten Mal jetzt hier gesprochen wird und ich habe keine Lust, immer auf dasselbe zu antworten, wenn keinerlei Lerneffekte hier da sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte zum Haushalt sprechen. Der Haushalt ist ausverhandelt mit 362 Milliarden, so hoch wie nie und das ohne neue Schulden, eines der soliden Markenzeichen dieser Koalition. Nachfolgende Generationen brauchen auch Handlungsspielräume für die Herausforderungen der Zukunft. Und ich bin schon erstaunt, dass einige Parteien sogar in dieser Woche nach neuen Schulden rufen. Dabei liegt im vorgelegten Haushalt die Investitionen auf Rekordniveau. Und jetzt kommt es darauf an, glaube ich, dass die Mittel bei den Menschen in Stadt und Land auch spürbar ankommen. Gerade in guten Zeiten dürfen wir nicht über unsere Verhältnisse leben. Spare in guten Zeiten, dann hast du in der Not. Dieser alte Spruch hat bis heute Gültigkeit. Meine Damen und Herren, bei der Gesundheit bewegt sich so einiges. Und das ist zuallererst dem großen Engagement unseres Turboministers Jens Spahn zu verdanken. Seinen Fleiß und seine Energie, ja, ich möchte sogar sagen, seine Vision im Gesundheitsbereich schlägt sich auch im Einzelplan des Gesundheitsministeriums nieder. Ich möchte mich zunächst für die gute Zusammenarbeit bei den Haushaltsberatungen beim Minister selbst und seinen Mitarbeitern bedanken. Gleiches gilt natürlich für die Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen bei der Kollegin Sonja Steffen und den Mitarbeitern hier im Bundestag von Fraktionen und Haushaltsausschuss. Der Gesundheitshaushalt steigt im Vergleich zum Regierungsentwurf noch einmal um 25 Millionen Euro auf jetzt 15,35 Milliarden Euro an.
Wir investieren damit in eine bessere gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung, etwa durch ein neues Gesundheitsportal, in dem sich Bürgerinnen und Bürger in hoher Qualität über Krankheitsbilder informieren können. Wir dürfen es nicht allein privaten Plattformen ohne Qualitätskontrolle überlassen, die Menschen zu informieren. Wir sorgen für eine bessere medizinische Versorgung in ländlichen Regionen. Wir kennen das auch aus unseren Wahlkreisen. Geht ein Landarzt in Rente, ist es oft schwer, einen Nachfolger zu finden. Hier wollen wir als Bund mithelfen, dass an Universitäten mehr Ärztinnen und Ärzte mit dem Fokus auf die landärztliche Versorgung ausgebildet werden können. Wir stehen beim Landarztprogramm noch am Anfang. Bisher gibt es Kooperationen mit den Universitäten Dresden und Leipzig. Mit den zusätzlichen Mitteln können sich jetzt noch weitere Universitäten für das Programm bewerben. Insgesamt stellen wir bis 2023 36,5 Millionen Euro dafür bereit. Wir setzen mit diesem Gesundheitshaushalt unseren Einsatz für die internationale Gesundheit fort. So erhöhen wir unsere Mitgliedsbeiträge für die Weltgesundheitsorganisation. Es liegt eben in unser aller Interesse, dass gerade die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene hervorragend funktioniert. Die Krankheit müssen wir möglichst dort bekämpfen, wo sie auftreten. Es ist wichtig, hier auch eine hohe Krisenreaktionsfähigkeit zu gewährleisten. Wir unterstützen hier nicht nur mit Geld, wir sorgen damit auch für eine bessere Zusammenarbeit mit der WHO und wir unterstützen den Weltgesundheitsgipfel, der in Zusammenarbeit mit der Charité in Berlin ausgerichtet wird. Deutschland muss Cluster für innovative Medizin bleiben. Und wo wir nicht Spitze sind, haben wir den Anspruch, Weltspitze zu werden. Das muss in der Medizin unser Anspruch sein. Und dafür bietet der 2020er Haushalt Verbesserungsmöglichkeiten. Deshalb auch die 100 Millionen Euro für den Neubau des Berliner Herzzentrums. Meine sehr geehrten Damen und Herren, kaum ein Bereich interessiert aktuell mehr als die Pflege. Ich freue mich, dass es mit der konzertierten Aktion Pflege jetzt vorangeht. Wir haben hier schon viel diskutiert, schon oft diskutiert, dass die Besetzung neuer Stellen schwierig ist. Das Geld ist jetzt aber da. Hören wir deshalb auf, die Pflege schlecht zu reden. Auch hier gilt, gutes Image besetzt Stellen, schlechtes Image vertreibt Interessenten. Neben den Leistungen der Pflegeversicherung unterstützen wir über den Bundeshaushalt die Ausbildung von Pflegekräften im Ausland durch die Weiterführung der Pflegekampagne und mit einer Erhöhung der Mittel für die private Pflegevorsorge. Meine Damen und Herren, der Einzelplan des Gesundheitsministeriums investiert in die Herausforderung der Zukunft. Er stärkt die Gesundheits- und Pflegeversorgung der Bevölkerung in der Stadt und in diesem Jahr besonders auch auf dem Land. Deshalb stimmen Sie dem Entwurf zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege Carsten Klein für die Fraktion der FDP. Auch Carsten Klein ist der Berichterstatter zu diesem Einzelplan, diesmal für die FDP-Fraktion. Und die Berichterstatter, die spielen ja eine ganz besondere Rolle bei den Haushaltsberatungen, weil sie sind diejenigen, die jeden einzelnen Ausgabeposten im jeweiligen Plan sehr gut kennen und der ja nochmal durchgegangen wird bei der Bereinigungssitzung. Zusammenarbeit während den Verhandlungen und natürlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen Mitberichterstatter für die kollegiale Zusammenarbeit. Herzlichen Dank dafür. Ja, Herr Minister, es ist leider ein ungelöstes Problem. Sie haben vollmundig den Versicherten versprochen, dass Sie die übermäßig eingezahlten Versicherungsbeiträge über die Absenkung der Zusatzbeiträge wieder zurückführen werden. Und dieses Versprechen angesichts von 31 Milliarden Euro als Rücklagen beim Gesundheitsfonds und bei den gesetzlichen Krankenkassen hat ja durchaus auch eine wichtige Bewandtnis. Aber, jetzt hat der Kollege schon darauf hingewiesen, waren Sie ja nicht untätig. Sie sind ja ein fleißiger Minister, wenn es darum geht, Gesetze zu erlassen. Versichertenentlastungsgesetz, Pflegepersonalstärkungsgesetz, Terminversorgungsgesetz, Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung.
Und jetzt sind es natürlich korrespondierende Röhren. Auf der einen Seite Wohltaten, Verbesserungen versprechen und durchführen, die aber auf der anderen Seite natürlich für Kostensteigerungen sorgen. Die Krankenkassen gehen von 26 Milliarden Euro aus, ihr Haus von 17 Milliarden Euro bis Ende 2022. Leider war ihr Haus nicht in der Lage, noch die ganzen Änderungen, die hier im parlamentarischen Verfahren vorgenommen worden sind, mit einzupreisen. Aber diese Größenordnungen zeigen ja im Verhältnis zu den Rücklagen, dass es zu einer Rückführung der Beiträge über die Absenkung der Zusatzbeiträge nicht kommen wird. Herr Minister, so weit, so gut. Das war schon die Situation bei der Einbringung des Haushalts. Sie versuchen aber den Versicherten ja immer noch Mut zu machen, dass es vielleicht doch eintreten würde. Allerdings hat Ihr Haushalt jetzt selber über das GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz die Mindestreserve von 25% auf 20% abgesenkt beim Gesundheitsfonds. Und Sie haben selbst verlautbart, dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenkasse im nächsten Jahr 2020 um 0,2% ansteigen wird. Also von einer Reduzierung der Zusatzbeiträge sind wir meilenweit entfernt, Herr Minister, und es wäre endlich Zeit, dass Sie das auch den Versicherten sagen. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war auch mir unschlüssig, ob ich dieses Thema jetzt hier ansprechen soll, weil man ja immer hin und her gerissen ist. Auf der einen Seite gibt man der AfD zu viel Raum. Aber ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass man bestimmte Sachen hier auch nicht so stehen lassen kann. Wenn ich mir die Reden von der AfD beim Thema Situation innerer Sicherheit anschaue, dann überschreiben sie erstmal maßlos das, was hier in diesem Land stattfindet und spielen mit der Angst der Menschen. Aber auf der anderen Seite, und das ist noch viel dramatischer, tun sie alles, damit Probleme international nicht angegangen und gelöst werden können. Die AfD hat in den stattgefundenen Haushaltsberatungen 6,4 Milliarden Euro Streichungen auf den Weg gebracht für internationale Einsätze bei der Bundeswehr, für Bekämpfung von Hunger in der Welt, für Fluchtursachenbekämpfung und eben auch bei der internationalen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Und das spricht eine deutliche Sprache, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihnen von der AfD ist es eben nicht daran gelegen, dass international stabile Verhältnisse und friedliche Verhältnisse herrschen. Und das ist nicht im Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Wir als Exportnation haben nämlich ein gesteigertes Interesse an friedlichen und stabilen Bedingungen in dieser Welt. Neben Krieg und Hunger gefährdet vor allem Krankheiten und Seuchen unsere stabilen Verhältnisse. Und deshalb ist es auch richtig, Herr Minister, dass wir über das nötige Maß uns bei der internationalen Gesundheitsversorgung und beim Gesundheitswesen beteiligen. Und dass wir hier unsere Fähigkeiten einbringen, um Krankheiten und Seuchen zu bekämpfen. Denn das hilft, stabile Verhältnisse in der Welt zu schaffen, friedliche Verhältnisse in der Welt zu schaffen. Aber das bekämpft eben auch das, was Sie hier immer wieder einfordern, nämlich Fluchtursachen. Und deshalb ist es unverständlich, dass Sie auf der einen Seite hier so tun, wie wenn wir die größten Probleme aller Zeiten hätten, und auf der anderen Seite alles dafür tun, dass diese Probleme nicht gelöst werden. Und das lehnen wir entschieden ab. Aber auch wenn diese ganzen Bedingungen nicht eintreten würden, die Stabilität, der Frieden und auch die Bekämpfung der Fluchtursachen, würden wir Freie Demokraten trotzdem die Regierung unterstützen, wenn damit das Leid auf dieser Welt gelindert werden kann. Denn zuallererst sind wir hier alle Menschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Carsten Klein war das für die Liberalen. So, jetzt hören wir für die Sozialdemokraten Bärbel Baas, die ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Das ist ein bisschen warten. Ich habe sogar flache Schuhe an. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, das stimmt, dass wir im Gesundheitsbereich viele Gesetze gemacht haben. Und es stimmt auch, dass es dabei natürlich zu höheren Ausgaben kommt. Aber ich will noch mal festhalten, dass wir das ja auch ganz bewusst gewollt haben. Dass man das jetzt kritisiert, das kann man gerne tun, aber ich will noch mal festhalten, dass diese Gesetze nicht nur Quantität sind, sondern wir haben auch deutlich Veränderungen vorgenommen, die bei den Versicherten, auch in Richtung AfD mal gesagt, auch in Beiträgen, in echten Entlastungen angekommen ist.
Und da will ich zuerst mal daran erinnern, dass wir die Parität wieder eingeführt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Sie haben den Arbeitgeberbeitrag begrenzt. Und wenn wir jetzt in Zukunft und wenn wir selbst in Zukunft jetzt über höhere Beiträge reden, können wir doch nur froh sein, dass wir die Parität wieder eingeführt haben und damit die Versicherten und Beitragszahler immerhin um 7 Milliarden entlastet haben. So, und das kann man doch nicht einfach wegreden. Das ist eine Entlastung für die Versicherten, die nun mal da ist. Und bei der Pflege haben wir 13.000 Stellen als Sofortprogramm für den Bereich der Pflege umgesetzt. Das sind immerhin 640 Millionen, die in der Pflege ankommen. Und damit es nicht die Pflegebedürftigen selber zahlen, haben wir das natürlich aus dem Bereich der Krankenversicherung genommen, weil es hier um die medizinische Behandlungspflege geht. Und normalerweise müssten wir, wenn wir ehrlich sind, noch viel mehr aus diesem Bereich umfinanzieren. Aber diese 13.000 Stellen, die wir hoffentlich auch bald besetzen, die werden dann in der Pflege auch ankommen und die werden auch sehr helfen. Der zweite wichtige Punkt in dem Bereich der Pflege. Wir haben das, was wir alle miteinander wollten, dass wir Personalschlüssel verbindlicher einführen, dass wir Personaluntergrenzen in Krankenhäusern endlich bekommen. Denn was war denn der Hintergrund? Auf der einen Seite hatten wir doch immer die Situation, dass in der Pflege weggespart wurde, weil die Pflegekosten in den Pauschalen drin waren. Und wir erleben jetzt, wo dieser Pflegeanteil rausgerechnet wird, wie ihn zu 100% refinanzieren, dass das natürlich in der Pflege ankommen wird. Dass das dauert, wissen wir auch. Aber das ist ein Wechsel, der notwendig war, nämlich den Teil der Pflege aus den Fallpauschalen rauszunehmen. Und das war ein wichtiger Schritt, den wir in dieser Koalition umgesetzt haben. Und weil die Krankenhäuser ja gerade eine neue Kampagne aufgesetzt haben, die uns alle noch erreichen wird, will ich nur auch noch mal sagen, dass wir die Tarifsteigerungen auch übernommen haben jetzt für den Bereich der Krankenhäuser. Und auch das war politisch gewollt. Wir wollten nicht mehr, dass die Häuser, die gute Löhne zahlen, am Ende das woanders wegsparen müssen, sondern wir wollen gute Löhne, wir wollen Tarifverträge. Und deshalb haben wir auch hier die Kosten dafür übernommen. Und das kommt auch in den Häusern an. Und das ist wichtig für die Beschäftigten. Auch im ländlichen Raum haben wir für dünn besiedelte Regionen ein Förderprogramm aufgelegt, pro Haus 400 Millionen Euro pro Klinik. Das macht bundesweit immerhin bei 120 Häusern durchaus auch einen großen finanziellen Batzen aus, sodass wir auch gerade Häuser in dünn besiedelten Gebieten unterstützen. Und das wollen wir auch weiterhin. Und wir werden sicherlich im nächsten Jahr noch eine andere Debatte über die Krankenhauslandschaft führen. Aber das hilft zumindest den Häusern, die in dünn besiedelten Bereichen sind, dass wir hier 400.000 pro Klinik ausgeben. Das ist ein wichtiges Förderprogramm. Und wir haben die Angehörigen entlastet. Und da komme ich zu einem Punkt, der sicherlich auch noch in Zukunft eine Rolle spielt. Wir haben mit dem Angehörigenentlastungsgesetz, was noch im Bundesrat diskutiert wird bei den Ländern. Ja, ich finde es auch lachhaft, dass es diskutiert wird, aber es wird die Angehörigen, die immer Angst hatten, dass am Ende, wenn sie Angehörige haben, die in ein Pflegeheim müssen, dass sie die Kosten nicht tragen können, dass sie alles offenlegen müssen, dass sie zum Sozialamt müssen, um die Kosten zu tragen. Diese Angst können wir den Angehörigen nehmen, zumindest bis zu einem Wert von 100.000 Euro. Wer drüber verdient, der wird sich daran beteiligen. Alle anderen sind entlastet. Und das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Angehörige, den wir mit diesem Bereich gemacht haben. Das Gesetz für bessere Löhne. Wir wollen, dass auch in der Pflege weiterhin gute Löhne und vor allen Dingen erstmal Tarifverträge zustande kommen. Das haben wir in dieser Koalition auch auf den Weg gebracht, dass es endlich zu einer Grundlage, gesetzlichen Grundlage kommt, dass es zu Tarifverträgen kommt. So, natürlich muss es dann auch dazu kommen, die Steigerung der Tarifverträge, gute Löhne dürfen nicht zulasten der Pflegebedürftigen gehen. Deshalb werden wir sicherlich in dieser Koalition auch das Thema der Eigenanteile noch mal diskutieren müssen. Gute Löhne dürfen nicht zu Steigerungen bei Eigenanteilen führen, bei den Pflegebedürftigen. Und deshalb müssen wir auch darüber reden, wir wollen das finanzieren, wir wollen das, ja, Sie rufen gerade rein, 5 Milliarden Merkur, das heißt, Sie wollen das nicht.
Nee, ich nehme das gerne auf, dass die AfD die Eigenanteile nicht deckeln will. Das ist ein guter Hinweis für die Menschen draußen. Wir wollen das schon. Und deshalb wollen wir diesen Bereich unterstützen. Wir wollen das für die Pflegebedürftigen als Entlastung noch mal machen. Diese Koalition hat viele Gesetze auf den Weg gebracht, die erst im nächsten und übernächsten Jahr wirken werden. Aber das, was ich jetzt gerade aufgemacht habe, ist sowohl eine Entlastung für Versicherte, aber auch gute Gesetze, die in der Pflege und bei den Betroffenen ankommen. Und deshalb kann ich nur diesem Gesundheitshaushalt so zustimmen. Sagt Bärbel Baas von der SPD-Fraktion. Ja, sie hat es gesagt, ein Gesetz, was im Moment noch zwar noch nicht festhängt, aber festhängen könnte, nämlich in einem Vermittlungsverfahren, ist eben dieses Angehörigenentlastungsgesetz. Denn in den Ländern, da gibt es Widerstand gegen die Kostenverteilung. Das wird am Freitag im Bundesrat dann Thema sein. Gesine Lötsch jetzt für die Linke. Dort wurde gezeigt, viele Kinderkliniken operieren jenseits ihrer Kapazitätsgrenzen, insbesondere in der Intensivmedizin. Oft fehlt es an Personal. Und die Folgen können für die Betroffenen tödlich sein. Und das können wir nicht hinnehmen, meine Damen und Herren. Auch der Direktor der Kinderklinik der Berliner Charité schildert im Kontraste-Interview, wie oft Ärzte stundenlang nach Betten für schwerkranke Kinder suchen, um dann die kleinen Patienten kilometerweit ins Umland zu transportieren, in Einzelfällen sogar bis ins 220 entfernte Kilometer entfernte Rostock. So etwas darf es nicht geben. Herr Minister Spahn, es ist doch etwas grundsätzlich faul an unserem Gesundheitssystem, wenn es nicht gelingt, unsere schwerkranken Kinder medizinisch zu versorgen. Mehr als 200 Mediziner und 19 Organisationen haben den Appell Mensch vor Profit unterschrieben, der am 5. September 2019 im Stern veröffentlicht wurde. Innerhalb nur eines Monats haben 1500 Ärztinnen und Ärzte unterschrieben und weitere 52 Organisationen. Und rechnet man nur die Mitgliederzahlen der ärztlichen Fachgesellschaften und Berufsverbände zusammen, vertreten diese mehr als 130.000 Mediziner. Aber auch viele Nichtärzte meldeten sich, Diplompsychologen, Pflegekräfte, Krankenhausseelsorger, die Wissenschaftliche Fachgesellschaft der Hebammen, die Deutsche Gesellschaft für Patientenwürde und natürlich auch einzelne Patientinnen und Patienten. Und Herr Spahn, Sie sind ja in der Öffentlichkeit immer sehr präsent, aber ich habe vergeblich auf den Internetseiten Ihres Ministeriums auf eine Reaktion gefunden und danach gesucht und nichts gefunden und auch kein Interview. Aber vielleicht können Sie das ja in dieser Rede, die Sie dann halten werden, korrigieren. Ich will einige wichtige Positionen, die auch mit den Positionen meiner Fraktion übereinstimmen, hier zum Vortrag bringen, weil ich finde, dieser Appell ist in der Öffentlichkeit viel zu wenig beachtet worden. Krankenhäuser sollen für das Dasein vorsorgen, genauso wie Polizei und Feuerwehr. Der Staat muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das Menschenrecht auf Gesundheitsfürsorge gewährleistet ist. Es darf nicht länger passieren, dass Krankenhäuser Gewinne für nötige Anschaffungen ausgeben und dafür am Personal sparen, weil der Staat ihnen seit Jahren Finanzmittel vorenthält, um unrentable Einrichtungen auszuhungern. Und es ist fahrlässig, meine Damen und Herren, Krankenhäuser und damit das Schicksal von Patientinnen und Patienten den Gesetzen des freien Marktes zu überlassen. Niemand würde fordern, dass die Polizei oder Feuerwehr schwarze Nullen oder Profite erwirtschaften müssen. Warum also Krankenhäuser, fragen wir. Und die Führung eines Krankenhauses gehört in die Hände von Menschen, die das Patientenwohl als wichtigstes Ziel betrachten. Und deshalb dürfen den Ärztinnen und Ärzten keine Entscheidungsträger vorgesetzt werden, die vor allem die Erlöse, aber nicht die Patientinnen und Patienten im Blick haben. Und so müssen wir das auch ändern, meine Damen und Herren. Das Fallpauschalensystem, nach dem Diagnose und Therapie von Krankheiten bezahlt werden, bietet viele Anreize, um mit überflüssigem Aktionismus Rendite zum Schaden von Patientinnen und Patienten zu erwirtschaften. Es belohnt alle Eingriffe, bei denen viel Technik über berechenbar kurze Zeiträume zum Einsatz kommen, Herzkatheteruntersuchungen, Rückenoperationen, invasive Beatmung auf Intensivstationen und vieles mehr. Und es bestraft den sparsamen Einsatz von invasiven Maßnahmen. Es bestraft Ärztinnen und Ärzte, die abwarten, beobachten, nachdenken, bevor sie handeln. Meine Damen und Herren, so darf das nicht weitergehen. Und es bestraft auch Krankenhäuser. Je fleißiger sie am Patienten sparen, desto stärker sinkt die künftige Fallpauschale für vergleichbare Fälle. Ein Teufelskreis. So kann gute Medizin nicht funktionieren. Meine Damen und Herren,
Ich bin auf Aussagen aus diesem Appell so ausführlich eingegangen, weil ich der Auffassung bin, dieser Appell muss in der öffentlichen Debatte noch viel mehr beachtet und gewürdigt werden. Und ich finde auch, dass ein Appell von über 130.000 Medizinerinnen und Medizinern von der Bundesregierung und dem Bundestag nicht ignoriert werden darf. Unser Gesundheitssystem, das ist die Auffassung der Linken, muss den Menschen dienen und nicht den Aktionären von Krankenhaus- und Pharmakonzernen. Wir müssen entschlossen umsteuern. Vielen Dank. Sagt Gesine Lötsch für Die Linke, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, aber auch Berichterstatterin für diesen Einzelplan Gesundheit. So, jetzt hören wir als Nächste Maria Kleinschmeink für die Bündnisgrünen. Sie ist die gesundheitspolitische Sprecherin. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Halbzeit in der dritten schwarz-roten Koalition oder je nachdem, was der SPD, die SPD-Mitgliedschaft entscheidet, vielleicht auch schon Endphase einer solchen. Feststellen müssen wir auf jeden Fall, es gibt einen großen Vertrauensschwund in der Bevölkerung, in die Leistungen unseres Gesundheitssystems. Und zwar in ein Gesundheitssystem, was mehr ausgibt als in jedem anderen europäischen Land und gleichzeitig ein System ist, was bis dorthin eigentlich ein gutes Vertrauen und eine sehr hohe Zustimmung in der Bevölkerung gefunden hat. Und das heißt, da ist was gehörig schiefgelaufen. Und ja, das Ganze ist nicht nur eine gefühlte Situation, sondern es ist eine reale Situation. Die Kollegin Lötsch hat vorhin auf die Situation in den Kinderkrankenhäusern hingewiesen. Aber das Gleiche finden wir in der Geburtshilfe, das Gleiche finden wir in der Pflege, das Gleiche finden wir im Zugang zu besonderen Facharztgruppen, das Gleiche finden wir neuerdings mit Lieferengpässen in der Arzneimittelversorgung. Das heißt, da ist Verunsicherung eingetreten. Und das, meine Damen und Herren, müssen wir uns zu Herzen nehmen und dafür sorgen, dass wir da wieder zu Vertrauen und Gewinnen von Vertrauen kommen. Und das, meine Damen und Herren, geht nicht mit einem Weiter-so, geht nicht ohne strukturelle Reformen. 19 Gesetze in 19 Monaten, da könnte man ja denken, eine große Aktivität. Aber genau das, was ich gerade angesprochen habe, strukturelle Reformen, die finden sich in diesen 19 Gesetzen nicht. Stattdessen geben wir viel Geld aus, ja, zum Teil auch für gute Dinge, für wichtige Dinge, überfällige Dinge, aber selten wirklich an der Wurzel, fast immer nur an der Oberfläche. Zweitens, es ist auch nicht alles falsch, was getan wird, beispielsweise endlich mal im Bereich der Gesundheitsberufe, in der Pflegeberufe an notwendige Maßnahmen zur Fachkräftesicherung zu gehen. Aber auch das halbherzig, nicht zu Ende gedacht, nicht zu Ende gebracht, das wird die notwendige Wende nicht bringen. Insofern, diese viele Aktivität hat einen hohen Preis. Wir sehen Mehrausgaben bis Ende 2021 von 26 Milliarden in etwa. Das ist genau die Summe, die wir bisher in Rücklagen sowohl bei den Krankenkassen als auch im Gesundheitsfonds haben. Alles wird ausgegeben sein. Aber sind denn die notwendigen Reformen, die wir brauchen, angegangen? Wir müssen leider feststellen, nein. Wir warten noch auf die Reform bei der Krankenhausfinanzierung. Wir warten noch darauf, dass die sektorübergreifende Versorgung tatsächlich auf den Weg gebracht wird. Wir warten noch auf eine Reform bei der Geburtshilfe. Wir warten noch auf die Notfallversorgung, die Reform der Notfallversorgung. All diese Punkte werden nicht umsonst zu haben sein. Und ich möchte von Ihnen wissen, haben Sie im nächsten Jahr, haben Sie im übernächsten Jahr den Mut, genau diese Reform anzupacken? Und mit welchen Finanzen wollen Sie sie anpacken? Wir haben jetzt schon einen Aufwuchs des durchschnittlichen Zusatzbeitrages von 0,2%. Trauen Sie sich zu, diese weiteren Kostensteigerungen, die da notwendigerweise kommen müssen, mit den Reformen, trauen Sie sich zu, die kurz vor den Wahlen, wenn es denn so kommt, auch tatsächlich durchzusetzen? Ich möchte das sehen. Und Herr Minister, genau an der Stelle bleiben Sie bislang jede Antwort schuldig, wie diese Reformen dann tatsächlich nachhaltig finanziert werden sollen. Und da
bin ich gespannt, was im nächsten Jahr kommt, ob etwas kommt. Ich jedenfalls sehe bisher noch keinen Ansatz, wie Sie das kompatibel mit einer Ansage hinbekommen wollen, die ja für die CDU scheint und CSU gemeißelt ist in Stein, dass es nicht mehr als 40% Sozialversicherungsbeitrag geben darf. Und da bin ich mal gespannt, was Sie da sagen. Wir werden in Kürze in der nächsten Plenarwoche über einen großen Ausgabenblock reden, über 1,2 oder bis 1,3 Milliarden für das Betriebsrentengesetz. Das nehmen Sie von den Mitteln der Beitragszahler aus den Mitteln der Rücklage. Ich bin gespannt, wie Sie mit anderen großen Blöcken umgehen werden, die da zu diskutieren sind. An dieser Stelle jedenfalls muss man sagen, dieser Haushalt, diese Finanzplanung für die GKV, für die soziale Pflegeversicherung ist weder kreativ, noch ist sie nachhaltig, noch hat sie auch nur einen Ansatz von Verantwortung. Und genau das müssen wir einklagen. Ich möchte wissen, wie die Antworten auf eine demografische Entwicklung sind, die uns wirklich fordern wird, die wirklich neue Konzepte braucht. Ich sehe da nichts. Ein Weiter-so wird so nicht funktionieren. Maria Kleinschmank für die Grünen hat verschiedene Fragen aufgeworfen, was diverse Baustellen im Gesundheitssystem anbelangt, auch erwartete Kostensteigerung. Der Minister Jens Spahn hat jetzt Gelegenheit, direkt zu antworten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine jüngste Umfrage von Allensbach hat gezeigt, dass es eine dramatische Erosion, einen dramatischen Verlust von Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Staat, Politik und ja auch in die Regierung gibt. Aber eine Mehrheit will gleichzeitig auch, das hat die Umfrage auch gezeigt, dass diese Regierung schlicht und ergreifend ihre Arbeit macht, dass sie regiert und die Dinge umsetzt, die viele Bürgerinnen und Bürger bewegt. Und ich bin überzeugt, das geht auch. Und das ist genau das auch, was wir bei Gesundheit und Pflege in den letzten Monaten gemacht haben. Denn es stimmt, es sind übrigens 20 Gesetze in 20 Monaten. Das ist aber kein Selbstzweck. Es geht ja hier nicht um die Zahl der Gesetze, sondern es geht darum, was für einen Unterschied wir machen. Und wir haben mit diesen 20 Gesetzen für spürbare Verbesserungen im Alltag der Bürgerinnen und Bürger, von Patientinnen und Patienten, von Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten, alle denjenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten, gemacht. Wir haben mit diesen 20 Gesetzen 20 Signale gesendet dafür, dass wir Gesundheit und Pflege in unserem Sozialstaat für die 20er und 30er Jahre vorbereiten. Darum geht es mit dem Tempo, das wir in der Gesundheitspolitik machen. Und das ist auch die Chance, Vertrauen zurückzugewinnen, konkret durch Entscheidungen im Alltag einen Unterschied zu machen. Und das ist zum Beispiel in der Pflege. Also ich hätte mir gewünscht, Frau Kollegin Lötsch und auch gerade Frau Kollegin Kleinschmein, wenn Sie schon mal wahrgenommen hätten, wir machen die größte Veränderung in der Finanzierung von Krankenhäusern seit über 20 Jahren, indem wir sagen, ab dem 1.1. wird für Pflege in Krankenhäusern alles bezahlt, was an Kosten anfällt. Und wenn ein Krankenhaus 50 zusätzliche Pflegekräfte einstellt, dann werden diese 50 zusätzlichen Pflegekräfte voll finanziert. Das ist ein klares, starkes Signal an die Pflege. Und ich hätte es fair gefunden, wenn Sie es zumindest mal erwähnt hätten in dem, was Sie hier so gesagt haben. Bei der Frage Arzttermine 116, 117 als auch Telefonnummer, die mithilft, als Terminservicestelle einen Termin zu finden, finanzielle Anreize für die Ärzte, Termine zu vergeben, in der digitalen Versorgung, wo wir daran arbeiten, dass die elektronische Patientenakte, an der wir seit 15 Jahren arbeiten und wo viele auch Vertrauen verloren haben, dann 2021 tatsächlich endlich kommt, auch für die Bürgerinnen und Bürger verfügbar auf dem Smartphone, modernisierte Gesundheitsberufe, wo wir Berufsbilder überarbeiten, die zum Teil aus den 50er, 60er Jahren stammen und wo diejenigen, die in diesen Berufen arbeiten oder sich dafür entscheiden möchten, natürlich die Frage stellen, haben die eigentlich noch einen Blick dafür, was bei uns in den Berufen so los ist? Die Frage von Arzneimittelsicherheit, bessere Kontrollen auch nach den Skandalen, die wir in den letzten Jahren haben sehen müssen. Kinderschutz als Masernschutz, eine der wichtigsten Entscheidungen in den letzten Wochen, finde ich jedenfalls, die dieser Deutsche Bundestag getroffen hat, mit dem klaren Signal, dass wir Masern hier in Deutschland ausrotten wollen. Mit all dem machen wir einen Unterschied. Und übrigens, Herr Kollege Klein, auch für die Versicherten. Wir haben mit dem Versichertenentlastungsgesetz nicht geredet, sondern zum 1.1. für 50 Millionen Beitragszahler in Deutschland die Beiträge zur Krankenversicherung gesenkt. Also konkreter als zum 1.1. netto mehr geht nicht. Geht nicht.
Und auch zum 01.01.2020, das ist nämlich der nächste Schritt, werden Krankenkassen verpflichtet sein, auch das hat der Bundestag schon beschlossen, übermäßig hohe Rücklagen abzubauen. Und wir werden weitere Beitragssatzsenkungen bei den betreffenden Krankenkassen sehen. Und das wird dann sehr, sehr konkret spürbar sein. Frau Malzack-Winkemann, ich weiß ja, dass viele hier die Reden eher für Facebook halten als fürs Plenum, weil man die Reden so schön posten kann und all die Theorien, die darin verbreitet werden. Aber vielleicht machen wir mal statt einer Facebook-Rede eine Faktenrede. Nämlich zum Ersten die Frage von Fachkräften und Pflegekräften aus dem Ausland. Wir haben 50.000 bis 80.000 offene Stellen in der Pflege. Wir haben Rekordausbildungszahlen. Wir bilden so viel aus wie noch nie in der Pflege. Wir wollen die Zahl weiter erhöhen. Wir machen die Ausbildung attraktiver, ja. Wir wollen auch umschulen. Wir haben die Zahl der Umschulungsplätze, die Bundesagentur für Arbeit finanziert, noch mal erhöht. Wir werden sie auch weiter erhöhen. Aber die Wahrheit ist, diejenigen, die vor 17, 18, 19 Jahren nicht geboren wurden, die können wir heute auch nicht ausbilden. Wir werden diesen großen Bedarf von 80.000 plus x in den nächsten Jahren Pflegekräften, den wir haben, nicht nur durch Ausbildung hier bei uns auch decken können. Ja, wir wollen mehr ausbilden, aber wir brauchen auch Fachkräfte aus dem Ausland. Und wissen Sie, was mich am meisten ärgert? Ihre Doppelzüngigkeit in diesen Debatten. Das ist genau die Zuwanderung, die wir wollen. Wenn ich in Pristina, im Kosovo, mit jungen 18-Jährigen rede, die noch nie in Deutschland waren, aber mit mir akzentfrei Deutsch sprechen, weil sie sagen, ich weiß genau, wenn ich in Deutschland eine Chance haben will, muss ich die Sprache dieses Landes sprechen, die mit uns die Werte dieses Landes leben wollen, die mit anpacken wollen, die kommen nicht hierhin, um einen Antrag zu stellen, die kommen hierhin, um anzupacken, dann ist das genau die Zuwanderung, die wir wollen. Und ich würde mir wünschen, wenn Sie dann mal einfach Ja sagen würden dazu. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Und wenn Sie dann hier so den Eindruck erwecken, Pflege kann ja jeder, diese Reden kann ich ehrlich gesagt auch nicht mehr hören. Pflege ist ein Beruf mit 3 Jahren Ausbildung. Es geht darum, dass man das kann und dass man das will. Und dieser Eindruck, den da von links und rechts übrigens, Herr Rixinger ist da auch Fachmann drin, immer erweckt wird, indem gedacht wird, ja, wir müssen mal, Pflege kann doch irgendwie jeder ein bisschen umschulen, ein bisschen hier und da. Nein, die Pflegebedürftigen merken ziemlich gut, ob da jemand mit Lust an diesem Beruf dabei ist oder ob jemand gezwungen wurde. Ich möchte, dass in der Pflege vor allem Leute arbeiten, die diesen Beruf auch ergreifen wollten. Und es ist ein Beruf mit hoher Qualifikationsanforderung. Hören Sie endlich auf, diesen Beruf immer schlecht zu reden. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der AfD? Eine. Danke, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich weiß nicht, welche Zahlen Sie heranziehen, um auf diese Pflegevakanz zu kommen. Die aktuelle Zahl der Agentur für Arbeit spricht von 40.000 vakanten Stellen. Punkt 1. Punkt 2. Wir haben ca. 3 Millionen arbeitssuchende Menschen hier in Deutschland. Sprechen Sie diesen Leuten ab, die Fähigkeit zu besitzen. Seien Sie doch mal bitte ruhig, Herr Kollege. Sprechen Sie diesen Menschen die Fähigkeit ab, sich für einen Pflegeberuf qualifizieren zu können? Nein, aber Sie haben mir offensichtlich nicht genau zugehört. Weil das eine ist die Fähigkeit und das zweite ist, dass man auch in diesem Beruf arbeiten wollen sollte, um ihn gut machen zu können. Und wir werden jeden umschulen und weiterqualifizieren, der es will. Die Programme gibt es auch. Aber so den Eindruck zu erwecken, dass man irgendwie jeden dann schon in die Pflege schieben kann, und das ist der Eindruck, den gerade Frau Malzack-Winkemann in ihrer Rede erweckt hat, der stimmt einfach nicht und den finde ich gegenüber den Pflegekräften nicht okay. Schlicht und ergreifend. Und keine weiteren Fragen jetzt. Sie haben auch gerade schon geredet, weil ich möchte ein zweites Thema aufgreifen, wo ich mir mal Fakten wünschen würde. Ja, Sie haben recht. Durch Migration kommen manchmal auch Infektionen mit ins Land. Da gibt es auch nichts, sich zu empören. Es ist so. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und wir haben in den Gemeinschaftseinrichtungen natürlich für etwa Asylsuchende die ärztlichen Kapazitäten. Die meisten da sind übrigens besser geimpft als mancher vielleicht hier im Saal, weil wir mittlerweile dafür sorgen in den Gemeinschaftsunterkünften, dass geimpft wird. Und als wir über die Masernimpfung abgestimmt haben, haben wir abgestimmt über eine verpflichtende Impfung gegen Masern in den Gemeinschaftsunterkünften. Wenn das, was Sie hier gerade erzählt haben, irgendwas mit dem zu tun hätte, was Sie politisch tatsächlich tun, dann hätten Sie dem Maserngesetz zugestimmt und nicht sich entsprechend hier wachsweich drumherum geredet. Entweder muss man dann die Dinge auch zusammenbringen oder man ist einfach ruhig. Und das bringt mich zum dritten Thema. Haben Sie heute nicht gesagt, sagen Sie sonst immer. Internationale Gesundheitspolitik. Wenn es um die Frage von Ebola geht, von Infektionsbekämpfung in der Welt, unsere Beiträge an die internationale Weltgesundheitsorganisation, dann machen wir das ja
aus humanitärem Interesse, weil wir Menschen helfen wollen. Aber wir machen das auch aus eigenem nationalen Interesse. In Zeiten wie diesen ist mit einem Flieger eine Erkrankung wie Ebola in wenigen Stunden auch in anderen Ländern und anderen Kontinenten. Und deswegen, ja, wir helfen, weil wir Menschen helfen wollen. Wir helfen aber auch aus eigenem nationalen Interesse international. Und deswegen, das ist unsere Politik auch von Verantwortungsübernahme aus eigenem Interesse und um Menschen zu helfen. Das, was wir in der internationalen Gesundheitspolitik hier machen. Und wenn Sie, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bereit sind, das mal zur Kenntnis zu nehmen, posten Sie nach Ihrem Video bei Facebook gleich bitte meine Rede auch noch hinterher, damit Ihre ganzen Leute in der Blase mal sehen, einerseits, was die Argumente sind und andererseits, was so die Theorien dazu sind, dann wäre schon eine Menge erreicht. Und ich glaube, all diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, die bilden sich auch wieder in unserem Haushalt. Wir brauchen übrigens, ich bin sehr für Kreativität, Frau Klein-Schmeink, aber nicht für Kreativität bei der Haushaltsführung. Also beim Haushalt sollten wir nicht kreativ sein, sondern solide. Das ist dieser Haushalt des Bundesministeriums für Gesundheit und deswegen bitte ich um Zustimmung. Jens Spahn war das, Bundesgesundheitsminister. Hier zu seinem Einzelplan hat noch mal einiges aufgezählt, was bereits umgesetzt ist, beziehungsweise jetzt zum 1. Januar 2020 noch uns erwartet. Jetzt aber noch Gesine Lötsch von der Linken. Kollege Spahn, Sie haben sich auf eine Äußerung eines Fraktionskollegen von mir bezogen, die mir nicht bekannt ist. Darum möchte ich für die Fraktion Die Linke ganz eindeutig klarstellen. Wir wissen, dass der Pflegeberuf ein Beruf ist, der eine hohe Qualifikation von den Menschen verlangt, viel menschliche Zuwendung. Das kann nicht jeder. Das muss man wollen, das muss man können. Dafür muss man gut ausgebildet werden. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass ich auch aus persönlicher Erfahrung weiß, wie viele Menschen sich sehr, sehr in diesem Beruf engagieren, aber auch wie viele in diesem Beruf ausgebeutet werden. Sie brauchen unsere Unterstützung. Und die Fraktion Die Linke ist die Fraktion, die der Auffassung ist, dass diese Menschen alle Unterstützung brauchen. Und ich bitte Sie, von nebulösen Äußerungen hier Abstand zu nehmen. Ich kenne diese Äußerung nicht. Meine Position, die ich hier beschrieben habe, ist die Position der Fraktion Die Linke. Ja, Jens Spahn hatte in seiner Rede Bernd Rixinger, den Parteichef der Linken, erwähnt. Liebe Frau Kollegin Lötsch, wenn das so ist, freue ich mich ja. Aber es ist nicht irgendwas Nebulöses, sondern ich weiß noch sehr genau, dass während meiner Reise in Mexiko, als ich mich darum bemüht habe, auch Pflegekräfte aus dem Ausland hier für Deutschland zu gewinnen. Übrigens in Ländern, weil Sie vorhin europäische Länder angesprochen haben, in Ländern, die selbst jung sind. Wir alle in Europa sind gemeinsam alternde Gesellschaften. In Ländern, die selbst jung sind und über ihren eigenen Bedarf ausbilden. Es geht mir nicht darum, in anderen Ländern die Pflegekräfte zu klauen, sondern da zu schauen, wo Pflegekräfte auf dem Arbeitsmarkt arbeitslos und ohne Perspektive, aber gut ausgebildet sind. Also als ich in Mexiko dafür war, hat Ihr Kollege Rixinger in einem, ich glaube, es war heute jedenfalls Nachrichtenmagazin-Format, ziemlich klar den Eindruck erweckt, wir sollten doch erstmal schauen, dass hier jeder, der irgendwie kann, in die Pflege kommt, anstatt dass der Spahn sich mal in Mexiko umschaut. Wenn Sie den Herrn Kollegen Rixinger jetzt davon überzeugen, dass er falsch gelegen hat, umso besser. Vielen Dank. Wir fahren fort in der Debatte. Nächster Redner ist für die Fraktion der AfD der Kollege Detlef Spangenberg. Und Detlef Spangenberg ist der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Haushaltspolitik, das wissen wir, ist Geldpolitik und notwendig ist bei deren Verwendung der Respekt für die derzeitigen und ehemaligen Leistungsträgern. Der ODA, also die offizielle Entwicklungshilfe, spricht von 45 Milliarden Euro, die ins Ausland gehen. Und davon sind 21 Milliarden aus ca. 20 Bundesinstitutionen die zweitgrößte Summe. Das heißt, wir sind der zweitgrößte Geldgeber der Welt. Eigentlich sind wir der größte, denn die USA ist die Nummer eins. Aber die USA ist ja bedeutend größer, als wir es sind. Darin steckt eine Verpflichtung in Höhe von 121,5 Millionen aus dem Haushalt des Bundesministers für Gesundheit. Die erhoffte Nutzung wurde schon angesprochen, stabile Weltwirtschaft. Aber wir sind der Meinung, nur Hilfe zur Selbsthilfe kann hier etwas bringen. Kein Gutmenschentum, allein vernünftige Projekte. Diese 21 Milliarden, nur noch das deutlich zu machen, bedeutet 21 mal 1.000 Millionen. Das sage ich extra mal nach oben, dass Sie das mal so mitbekommen. 21 mal 1.000 Millionen, die aus
dem Steueraufkommen der Menschen ins Ausland gehen. Die Liste der Nehmerländer bei ungefähr 150. Und jetzt wird es interessant. Der Nachweis der Verwendung nach GEZ, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, und der KfW sagt nur Platz 22 bei dem Nachweis. Was ist mit dem Geld passiert? Wir sind zwar das Geberland Nummer 2, aber was damit passiert, da sind wir auf Rang 22. Hochinteressant, meine Damen und Herren. Bemerkenswert. Die Hälfte der Gelder geht nicht bilateral, sondern multilateral an subnationale Organisationen, die ihrerseits entscheiden können, wie die Mittel verwendet werden. Ich gebe Ihnen mal ein abenteuerliches Beispiel. Seit 1979 hat China bis jetzt von uns 10 Milliarden erhalten. 10 Milliarden. Eine Atommacht, meine Damen und Herren. Und die Anfrage von Kollegen Frohmeier vom 4.12. hat festgestellt, keine einzige Verwendung vorgesehen. Wir wissen gar nicht, was Sie damit gemacht haben. 10 Milliarden einfach mal raus. Und jetzt kommt es. Arzneimittelknappheit in Deutschland, nehmen wir zur Kenntnis. Existenznöte von Apotheken auf dem Land. Indien, über eine halbe Milliarde. Siebtgrößte Wirtschaftsmacht der Erde. Kriegt man locker noch eine Milliarde drauf. Durch das Versprechen der Kanzlerin. Atommacht, Raketenmacht und hat Atomsprengköpfe. Wir finanzieren Atommächte, meine Damen und Herren. Das ist doch interessant. Da müssen Sie doch eigentlich aufschreien hier drüben. Ich höre nichts. Alles in Ordnung. Geht weiter. Es geht weiter. Pakistan. Über fast 200 Millionen Atommacht. Aber in Deutschland haben wir die zweitteuersten Arzneimittelpreise weltweit, meine Damen und Herren. Der Iran, das Regime der Mullahs, kriegt auch ungefähr so 100 Millionen, aber es fehlen bei uns die Ärzte auf dem Land. Und abgesehen davon, Wohneigentum und Vermögen in Deutschland, europaweit, sind wir Schlusslicht, meine Damen und Herren. Die Unterdeckung von 10 Milliarden, hören Sie erst mal zu, Sie können ja mal mitstimmen. Die Unterdeckung von 10 Milliarden im Gesundheitsfonds für die Versorgung Nichtdeutscher und auch Sozialhilfeempfänger wird allein durch erhöhte Beiträge der gesetzlich Versicherten ausgeglichen. Sie haben natürlich eine Legitimation für diese Politik. Sie sind ja gewählt worden. Nur aber ist es zweifelhaft für mich, ob Ihre Wähler wissen, was Sie mit deren Arbeitsleistung eigentlich so anstellen, wie Sie die ins Ausland transferieren. Wir haben bedürftige Rentner bei uns. Wir sprechen ja über die sogenannte Grundrente. Wir haben die Essenstafeln, Ausdruck einer beschämten Politik. Wir haben die Pfandflaschen sammelnden Menschen immer wieder vor Augen. Ja, und der Haushalt vom Minister für Gesundheit ist natürlich nur ein kleiner Teil, aber wir machen auch dort etwas. Meine Damen und Herren, ich gehe noch mal ganz kurz auf den Titel 53105 ein. Interessanter Titel: Aspekte der Migration und Integration im deutschen Gesundheitswesen. 4 Millionen hat man letztes Mal schon. Da wird also unseren lieben Gästen erklärt, was sie nicht tun sollen im Gesundheitswesen. Dafür gibt es 4 Millionen. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Titel, den wir auch schon letztes Mal hatten: 68101. Ja, Pflegezusatzversicherung nach SGB 11. Das finde ich immer ganz toll. 5 Euro pro Monat gibt der Staat für die private Pflegezusatzversicherung zu, 60 im Jahr. Ganz toll. Wenn er 30 Jahre spart, kann er sich vielleicht 2 Monate dieses Heim, wo er dann ist, leisten. 5 Euro pro Monat, eine tolle Leistung, meine Damen und Herren. Nur, dass die Menschen auch mal wissen, welche Bedeutung sie haben, wenn sie alt geworden sind in Deutschland. Sie sagen, es ist notwendig. Ich will Ihnen eins mal, eine Frage gebe ich Ihnen mit. Was wäre denn eigentlich, wenn Deutschland nicht existieren würde oder wenn wir selber ein Entwicklungshilfeland wären? Wir müssten denn die Nehmerländer vielleicht doch was sich selbst bewegen? Könnte das sein? Überlegen Sie mal bitte da. Danke sehr. Vielen Dank. Als Nächste spricht für die Fraktion der SPD die Kollegin Sonja Amalie Steffen. Und Sie sitzen im Haushaltsausschuss für die Sozialdemokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich musste mich jetzt gerade mal schütteln und noch mal vergewissern, in welcher Einzelplanberatung wir denn jetzt hier eigentlich sind. Also, Herr Kollege Spangenberg, durften Sie in den anderen Bereichen nicht reden? Hat man Ihnen da jetzt irgendwie irgendwo so ein bisschen Platz gemacht, damit Sie das ganze krude Zeug loswerden können, was Sie jetzt hier losgeworden sind? Also ich habe wirklich überhaupt gar keine Linie in Ihrer Rede erkennen können, außer dass Sie alle Äpfel mit allen Birnen zusammengeschmissen haben. Also zurück zum Thema. Es geht um den Etat der Gesundheit. Und dieser Etat liegt mit 15,35 Milliarden Euro im mittleren Bereich, wenn man die Etats miteinander vergleicht. Aber
Es ist so, dass ein Riesenteil von diesem Etat, ein Riesenteil, nämlich 14,5 Milliarden Euro, gleich in den Gesundheitsfonds geht. Deshalb bleiben uns nur 850 Millionen Euro übrig. Und mit diesen 850 Millionen Euro kann man eine Menge und auch wirklich solide Dinge tun. Aber für Kreativität, denke ich, bleibt da wirklich auch kein Raum mehr. Ich freue mich übrigens, dass wir im Bereinigungsverfahren noch einmal 25 Millionen mehr für den Etat gewinnen konnten. Und für die weitere Entwicklung sind es sogar insgesamt 170 Millionen. Das ist sehr gut so. Und in der Tat für die globale Gesundheit, Herr Spangenberg, ich kam nicht auf 121,5 Millionen, sondern erfreulicherweise auf 125,5 Millionen Euro. Aber wir können ja beide noch mal rechnen. Jedenfalls ist das richtig gut angelegtes Geld. Das geht nicht irgendwie so nach freier Manier in die Welt hinaus, sondern im Gegenteil. Es ist so, dass, und das hat der Minister wirklich eindrucksvoll erklärt, Krankheiten vor Grenzen eben nicht Halt machen. Sie haben selbst das Stichwort Ebola genannt. Ich habe das gestern in der Rede zur Entwicklungszusammenarbeit auch schon getan. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir für die Impfallianzen für die nächsten Jahre 600 Millionen Euro investieren. Das ist eine Investition in weltweite Gesundheit, weil wir wissen alle, Sie haben das mit dem Flieger genannt, wir kennen alle diese Bilder von Menschen, die helfen in Schutzanzügen, weil diese Krankheiten hoch ansteckend sind. Und es genügt in der Tat ein Flieger mit einer infizierten Person und diese Krankheit bricht weltweit aus. Deshalb ist es ganz wichtig und notwendig, dass wir diese Impfmaßnahmen stärken, unterstützen. Das tun wir in Deutschland und das ist wirklich wunderbar so. Ja, Herr Minister, es ist dann auch so, das haben Sie auch schon erwähnt, Ihnen ist das Impfen in Deutschland auch wichtig und das, glaube ich, geht den allermeisten hier ebenfalls so. Deshalb haben wir quasi kurz vor der Bereinigungssitzung noch, ich glaube sogar am Tag der Bereinigungssitzung, über das Masernschutzgesetz abgestimmt und konnten dann noch 2 Millionen Euro in den Etat einbringen, sodass wir also auch dafür sorgen, dass dieses Masernschutzgesetz gut umgesetzt wird. Ja, und wir haben in dieser Woche viel über Investitionen gesprochen. Investitionen ist jetzt nicht so ein Thema, das beim Gesundheitsetat einem als erstes einfällt. Aber wir stehen auch hier parat. Mein Kollege Rief hat es schon kurz erwähnt. Wir werden mit zusätzlichen 100 Millionen Euro ein Herzzentrum schaffen. Ein Herzzentrum, das seinen Sitz aller Wahrscheinlichkeit nach hier in Berlin haben wird. Wir fassen hier zwei Zentren zusammen, nämlich auf der einen Seite das Herzzentrum der Charité und auf der anderen Seite das Deutsche Herzzentrum. Und dann werden wir das modernste Herzzentrum Europas schaffen. Und das ist wirklich großartig so. Denn es ist wichtig, dass wir für Qualität bei bestimmten, insbesondere bei wirklich besonders wichtigen und bedeutenden Operationen sorgen. Herr Minister, Sie haben in den letzten Wochen mehrmals eine Spezialklinik erwähnt, in der jährlich rund 2.500 Operationen im Prostatabereich durchgeführt werden. Warum sage ich das jetzt hier? Ich sage das deshalb, weil diese Spezialklinik Untersuchungen haben ergeben, dass die Folgen, also die manchmal vorhandenen Folgen von Prostataoperationen sind halt Inkontinenz und Impotenz. Und diese Folgen sind in dieser Spezialklinik so reduziert worden, dass wirklich also nur die Hälfte geringer ist als im Schnitt in anderen Kliniken. Das zeigt also, dass es wichtig ist, Zentren zu schaffen, die eben diese großen und schwierigen Operationen spezialisiert sind. Ja, aber mindestens genauso wichtig ist, dass wir in Deutschland auch in unseren ländlichen Regionen für eine gute ärztliche Versorgung sorgen. Ich selber komme aus so einer ländlichen Region. Mein Wahlkreis ist in Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß also, was es heißt, wenn ländliche Räume eben viele Menschen in Schwierigkeiten und in Sorge bringen, wenn sie einen Arzt aufsuchen wollen. Deshalb freue ich mich sehr, wohl wissend, dass es grundsätzlich Ländersache ist, dafür zu sorgen. Ich freue mich trotzdem sehr, dass wir dieses Landärzteprogramm vom Bund auf den Weg bringen können. Und da darf ich mich jetzt mal beim Kollegen Rief noch mal bedanken. Der hat dafür gesorgt, dass wir noch einmal 10 Millionen Euro on top in der Bereinigungssitzung für dieses Landärzteprogramm aufwenden können. Ja, und zu guter Letzt
will ich noch sagen, wir werden Anfang Januar über die Organspende abstimmen. Auch das ist ein Thema, was die Menschen völlig zu Recht umtreibt. Und wir wissen alle nicht, wie das Abstimmungsverfahren ausgehen wird. Aber wir wissen alle, dass die Menschen, dass die Leute einen Anspruch haben, wirklich richtig umfassend und intensiv darüber informiert zu werden. Und deshalb gehen wir davon aus, Herr Minister, dass wir vielleicht schon im Januar, jedenfalls zu Beginn des Jahres, aller Wahrscheinlichkeit nach noch mal ein bisschen oben draufsetzen müssen auf den Haushalt. Und da können Sie sicher sein, dass Sie die Haushälterinnen und Haushälter, aber insbesondere auch die von der SPD-Fraktion hinter sich haben. Jetzt bleibt mir nur noch eins, und das ist mir wirklich auch besonders wichtig. Ich möchte Ihnen, Herr Minister, aber insbesondere dem Haus danken. Wir haben wirklich hervorragend in den Haushaltsberatungen zusammengearbeitet. Und schließlich eben auch mein Dank an alle Mitberichterstatter. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der FDP der Kollege Dr. Wieland Schillenburg. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, im Deutschen, in der deutschen Gesundheitspolitik läuft einiges grundsätzlich falsch. Und das kann man auch im Haushalt erkennen. Herr Minister Spahn hat allein in den ersten 9 Monaten dieses Jahres in seinem Ministerium 61 neue Stellen geschaffen. Weitere 56 wurden höher bewertet. Kosten über 5 Millionen Euro. Vor zwei Jahren hat der Minister zu diesem Thema noch eine andere Meinung. Da war er noch im Finanzministerium und meinte, die Ministerien sollten mit wenig Personal auskommen. Nun ist er selber Minister in seinem eigenen Ministerium, hat eine andere Meinung. Je nach Situation kann man die Meinung ja auch mal ändern. Ich nenne das immer gerne situationselastisch. Abgesehen davon, ich möchte dazu Folgendes sagen. Im Finanzministerium hatte die richtige Meinung, jetzt hat er die falsche Meinung. Und das ist besonders ärgerlich, weil man muss mal vergleichen, dies ist das Verhalten bei den Ausgaben seiner eigenen Verwaltung verglichen mit den Leistungsausgaben. Wie Sie wissen, sind die Leistungsausgaben in großen Bereichen budgetiert. Das heißt, da, wo es eigentlich darauf ankommt, bei der Behandlung kranker Menschen, da gibt es nur begrenzt Geld. Wenn der Minister aber mehr Leute braucht, dafür gibt es unbegrenzt Geld. Das ist eine grundsätzlich verkehrte Weichenstellung. Wir brauchen nicht mehr Personal im Ministerium, sondern eine Abschaffung der Budgetierung. Das ist die richtige Maßnahme, meine Damen und Herren. Jetzt sagen einige, ja, wir haben ja gar nicht genug Geld für die Abschaffung der Budgetierung. Und dann sage ich Ihnen, haben wir doch. Die Krankenkassen geben über 11 Milliarden Euro für ihre eigene Verwaltung aus. Ich bin sehr sicher, dass man mindestens 4 Milliarden Euro davon einsparen könnte. Dann nämlich, wenn alle Krankenkassen so sparsam wären wie die sparsamsten, würden mindestens 4 Milliarden Einsparungen rauskommen. Dieses Geld wäre viel besser ausgegeben für die Behandlung statt für Bürokratie, meine Damen und Herren. Zweites großes Problem, da sind wir bei der Bürokratie. Ärzte, Zahnärzte, Pfleger, Physiotherapeuten und alle anderen sind zunehmend beschäftigt, Formulare auszufüllen, statt das zu machen, was sie eigentlich machen sollen, nämlich kranke Menschen behandeln. Das ist ein grundsätzlicher Fehler im Gesundheitswesen, das muss abgestellt werden, meine Damen und Herren. Es wurde ja schon mehrfach gesagt, dass der Minister sehr viele Gesetze auf den Weg gebracht hat. Das wichtigste Gesetz fehlt. Wir hätten gebraucht ein Gesundheitsbürokratieabbaugesetz. Das Gesetz hätten wir gebraucht, meine Damen und Herren. Und wir kennen die Koalition, die hat ja gerne so blumige Bezeichnungen. Es hätte von mir auch gerne gute Formulare-Gesetz heißen können. Oder wenn der Minister es möchte, Spahnräume aufgesetzt. Mir alles egal, die Bezeichnung. Es kommt nur darauf an, wir brauchen dringend ein Gesetz, damit Ärzte, Zahnärzte und alle anderen von dieser Bürokratielast entlastet werden. Das hätten Sie machen sollen, Herr Minister, und nicht Ihre anderen Gesetze. Und das dritte Problem wird Sie vielleicht auch nicht wirklich überraschen, Cannabis. Seit Jahren haben wir eine Cannabis-Prohibition, die auch noch strafbewehrt ist. Trotz jahrzehntelanger Bestrafung gibt es immer noch Millionen Konsumenten von Cannabis. Wo besorgen sich hier Cannabis? Antwort: auf dem Schwarzmarkt mit ungesicherter Qualität. Und das Geld geht an dem Staat vorbei. Der Staat könnte Steuereinnahmen gewinnen, statt auf dem Schwarzmarkt es den Schwarzhändlern zu überantworten. Deshalb fordern wir als FDP seit Jahren eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene. Dann würden wir erstens Steuereinnahmen generieren, wir würden sicherstellen, dass die Menschen eine gute Qualität bekommen, und im Übrigen würden Polizei und Staatsanwaltschaft entlasten von dieser unsinnigen Arbeit, meine Damen und Herren. Wir würden, ich sage es Ihnen, ich habe mehr Angst vor einem Einbrecher als dafür, dass mein Nachbar kifft. Das sollte unsere Richtschnur sein. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Herr Schillenburg, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Steffen? Nein, vielen Dank. Sie können gerne nachher sich noch melden.
Außerdem bin ich der Meinung, die FDP ist der Meinung, dass wir also die Cannabis-Anbau in Deutschland deutlich ausweiten soll, auf bis zu 50 Tonnen im Jahr. Und alles, was wir in Deutschland nicht brauchen, wird exportiert. Ich möchte Cannabis made in Germany. Das bringt auch gute Qualität auf den Weltmarkt des Cannabis, schafft Arbeitsplätze und weitere Steuereinnahmen. Das ist die richtige Lösung, nicht diese restriktive Politik, die Sie hier immer machen. Ich fasse zusammen. Wir brauchen erstens eine Abschaffung der Budgetierung, zweitens einen radikalen Rückschnitt der Bürokratie und drittens eine kontrollierte Abgabe von Cannabis. Was wir nicht brauchen, ist diese operative Hektik. Wir müssen endlich mal die richtigen Probleme des Gesundheitswesens anlesen. Herr Minister, das wäre Ihre Aufgabe und nicht Ihre operative Hektik. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wieland Schinnenburg war das für die FDP-Fraktion und der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich das auf der Regierungsbank natürlich alles angehört, was da an Vorschlägen noch kommt. Trotzdem kann er natürlich den Beratungen hier zu seinen Einzelplan relativ gelassen zuschauen, denn der wird im Anschluss abgestimmt und der wird auf jeden Fall hier eine Mehrheit bekommen. Achim Kessler für die Linke jetzt. Grundlegende Probleme packen Sie doch nicht an. Gegenstand der Gesundheitspolitik ist nicht das Image des Turbo-Ministers, wie Sie Ihr eigener Fraktionskollege heute ironisch hier genannt hat, sondern wir reden hier über die Gesundheit der Menschen. Da fragen sich Menschen in der Eifel und in der Prignitz, was sie denn machen sollen, wenn im neuen Jahr ihre Hausarztpraxis schließt. Währenddessen träumt der Gesundheitsminister davon, Digitalisierungsweltmeister zu werden. Herr Minister Spahn, kommen Sie ins reale Leben zurück. Wenn ich auf dem Land oder in einem armen Stadtteil lebe, habe ich oft weite Wege zur nächsten Praxis. Die Praxen sind voll und ich muss lange warten. Viele frei werdende Arztpraxen auf dem Land können nicht neu besetzt werden. Die Situation wird sich noch verschärfen, weil über ein Drittel der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte über 60 Jahre alt ist. Das betrifft besonders Regionen, die sowieso schon abgehängt sind. Regionen, in denen der Bus zweimal am Tag nur fährt. Regionen, in denen die Eisenbahnstrecke längst stillgelegt ist und das Schwimmbad geschlossen. Meine Damen und Herren, diese Ungleichheit müssen wir beenden. Dazu müssen wir das Problem an der Wurzel packen. Die Zweiklassenmedizin muss durch eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung für alle beendet werden. Ich war in den letzten Monaten sehr viel unterwegs und ich habe sehr, sehr viele engagierte Landräte, Bürgermeister, Ärzte, aber auch Bürgerinnen und Bürger kennengelernt, die innovative regionale Lösungen für die ambulante Versorgung entwickeln und umsetzen. Die Konzepte sind unglaublich vielfältig, die man kennenlernt. Sie reichen von Gesundheitszentren mit Filialpraxen über Ärztegenossenschaften bis hin zu Medibussen. Es gibt unglaublich viele kreative Ideen, die vor Ort entwickelt werden. Rotationspraxen mit Gemeindeschwestern, Bürgerbusse, die Patientinnen und Patienten zu den Praxen bringen, Gesundheitslotsen, die Patientinnen und Patienten den Weg weisen. Dieses Engagement verdient Unterstützung. Aber egal, wo ich hinkomme, überall höre ich, es gibt keinerlei Hilfestellung aus dem Gesundheitsministerium. Sie alle müssen das Rad immer wieder neu erfinden, müssen immer wieder neue Verträge mit einzelnen Kassen abschließen, weil das Ministerium dabei versagt, diese Modelle zu evaluieren und in die Regelversorgung zu bringen. Warum, frage ich Sie, warum sollen gute Konzepte nur den Versicherten bestimmter Kassen zugutekommen? Warum muss jedes einzelne Gesundheitszentrum ein eigenes Finanzierungskonzept langwierig ausverhandeln? Was wir brauchen, ist ein Baukastensystem mit maßgeschneiderten Versorgungsformen und den zugehörigen Finanzierungen. Daraus könnten dann die Gemeinden und die Kreise die passenden Lösungen auswählen und umsetzen. Wir brauchen sektorübergreifende öffentliche oder gemeinnützige Gesundheitszentren, in denen Gesundheits- und auch soziale Berufe zusammenarbeiten. Aber statt den Gemeinden und Kreisen zu helfen, schauen Sie tatenlos zu, wie Arztpraxis um Arztpraxis von den Private Equity Heuschrecken aufgekauft werden. Meine Damen und Herren, das ist verantwortungslos. Es ist lange bekannt, arme Menschen sterben in Deutschland im Durchschnitt 10 Jahre früher als Reiche. Um die gesundheitliche Ungleichheit zu beseitigen, müssen wir die Arbeits- und Lebensbedingungen der Mehrheit der Menschen in Deutschland verbessern. Wir brauchen bezahlbare und gute Wohnungen für alle. Wir brauchen einen schadstofffreien Verkehr. Wir brauchen höhere Löhne, Renten und bessere Arbeitsbedingungen. Die Gesundheit der Menschen
muss der Maßstab sein in der Sozialpolitik, in der Umweltpolitik, aber auch in allen anderen politischen Bereichen. Dafür, meine Damen und Herren, steht die Linke. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächste Rede. Achim Kessler war das für die Linke. Und jetzt hören wir Cordula Schulz-Asche. Sie ist die Sprecherin für Pflege- und Altenpolitik der Bündnisgrünen. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Pflege ist ein politisches Megathema und wird doch in Deutschland stiefmütterlich behandelt. Damit die Menschen heute und in Zukunft die Pflege bekommen, die sie brauchen, braucht es tiefgreifende Reformen, und zwar jetzt. Gute Pflege braucht gutes Personal, und gutes Personal braucht gute Arbeitsbedingungen. Aber hier fabrizieren Sie nur Flops. Ihre Personaluntergrenzen führen dazu im Krankenhaus, dass in einigen Fachbereichen jetzt Personal hingeschoben wird und auf der anderen Seite in anderen Bereichen, gerade da, wo die Pflege notwendig ist, plötzlich Personal fehlt. Das ist wirklich ein Flop, den Sie da produziert haben. Die Menschen arbeiten jetzt da, wo die Verordnung vor sich sieht und nicht da, wo sie tatsächlich gebraucht werden. Die machen Politik am Bedarf der Menschen vorbei. Wir fordern eine Personalbemessung, die sich am tatsächlichen Bedarf der Patientinnen und Patienten ausrichtet. Gutes Personal braucht aber eine gute Ausbildung, die pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen zu unterstützen, anzuleiten und zu beraten. Die Pflegeausbildung wird jetzt ab dem nächsten Jahr umgestellt, aber viele Schulen und viele Betriebe wissen noch gar nicht, wie sie diese Umstellung realisieren sollen. Es sind so viele offene Fragen. Und nach einem jahrelangen Gesetzgebungsverfahren stehen wir an diesem Punkt. Das ist einfach nicht zu verantworten, meine Damen und Herren. Das ist ein Armutszeugnis. Wir brauchen mehr Ausbildung, und wir brauchen vor allem auch mehr gute Ausbildung. Aktuell werden 3/4 der Menschen in Deutschland von zu Hause versorgt, von ihren Angehörigen, 2/3 davon alleine, ohne eine Unterstützung durch Pflegedienste. Deswegen möchte ich an dieser Stelle den vielen Angehörigen, den Freunden und Nachbarn, die ihre Menschen pflegen, von dieser Stelle einem herzlich Danke sagen. Sie sind eine ganz wichtige Funktion in der Unterstützung kranker und pflegebedürftiger Menschen, und ohne sie würden wir das alles gar nicht schaffen. Wir werden, meine Damen und Herren, in wenigen Jahren, wenn uns der demografische Wandel in voller Härte trifft, werden wir unter Umständen nicht mehr genug Menschen im Pflegeberuf haben. Und deswegen müssen wir jetzt 2 Sachen machen. Wir müssen die Pflegeberufe klug ausbilden und einsetzen. Und wir brauchen neue Versorgungsstrukturen. Wir müssen sie so anpassen, dass auch in Zukunft die Menschen die Pflege bekommen, die sie brauchen. Die pflegebedürftigen Menschen, die Pflege, die Angehörigen, ihre entsprechende gesellschaftliche Wertschätzung und Unterstützung. 4 von 10 pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen wissen heute nicht, was ihnen eigentlich zusteht. Wir gehen davon aus, dass im ambulanten Bereich tatsächlich Unterversorgung deswegen stattfindet. Die Menschen wissen nicht, welche Ansprüche sie haben. Und deswegen schlagen wir in unserer doppelten Pflegegarantie vor, eine individuelle Beratung der Menschen, damit tatsächlich auch die pflegebedürftigen Menschen auch im ambulanten Bereich die Pflege erhalten, die sie brauchen. Hier fehlt leider der Bundesregierung völlig die Strategie. Und neben der Unterversorgung im eigenen Zuhause haben wir auf der anderen Seite ein anwachsendes Armutsrisiko, und zwar durch die explodierenden Eigenanteile in Pflegeeinrichtungen. Meine Damen und Herren, wir haben eine zunehmende, steigende und wahrscheinlich noch schnell weiter ansteigende Zahl von Menschen, die durch Pflege im Heim in die Sozialhilfe abrutschen. Mittlerweile wird das Problem ja von Ihnen erkannt, das ist ja schon mal was, aber es wird eben nicht angepackt. Während Sie eine Debatte anstoßen wollen im nächsten Jahr, ist die Debatte längst im Gange. Wir haben einen konkreten Vorschlag mit der doppelten Pflegegarantie vorgelegt. Wir sind übrigens nicht die Einzigen. Die SPD hat einen Vorschlag vorgelegt. Sogar Krankenkassen haben sich daran beteiligt. Wir haben Pro-Pflegereform, die einen Vorschlag vorgelegt hat. Wir brauchen keinen Austausch mehr, das, was wir machen wollen. Wir müssen jetzt endlich handeln, damit der Pflegeeigenanteil sofort gesenkt, dauerhaft gedeckelt wird, damit wir das Problem der steigenden Eigenanteile für die Pflege endlich in den Griff bekommen. Wir wollen keine Armut durch Pflege. Herr Spahn, Sie sagen bei jeder Gelegenheit, Sie würden spürbare Veränderungen im Leben der Menschen bewirken wollen, hätten verstanden. Aber im Moment machen Sie nur sanfte Schönfärberei. Legen Sie den Pinsel aus der Hand und bauen wir endlich zusammen Strukturen auf, die den Menschen in diesem Land tatsächlich helfen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
sagt Cordula Schulz-Asche für die Grünen. Jetzt hören wir Karin Mark für die Unionsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Kollegin Schulz-Asche, wir haben sicher nicht jedes Problem gelöst. Wir haben vorher gehört, was wir alles richtig und gut gemacht haben. Aber wir machen gute Versorgung in diesem Land. Und wir in der Union, wir sehen das Licht am Ende des Tunnels. Sie wollen den Tunnel verlängern. Meine Damen und Herren, wenn wir heute über den Haushalt reden, dann sind die Ausgaben im Gesundheitswesen wie immer natürlich nur zum kleinen Teil im Haushalt des Ministeriums abgebildet. Und trotzdem sind die Mittel dort für viele ganz wichtig. Es sind die Mittel, die als vertrauensbildende Maßnahmen auch bei der Bevölkerung wahrgenommen hat. Vertrauensbildend ist zum Beispiel, dass wir den Bundesanteil bei der Entschädigung der Opfer mit dem Anti-D-Hilfe-Gesetz auf deutlich über 3 Millionen erheuern. Wir haben in der letzten Sitzungswoche, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, endlich geregelt, dass die Frauen ihre Rente behalten. Das heißt Rechtssicherheit, das heißt Ruhe für ganz viele Frauen im Osten. Sie müssen die Schädigungen aus den letzten 40 Jahren weiter ertragen, aber sie haben tatsächlich die Sicherheit für ihren Lebensabend, die Rente bleibt. Und ich freue mich, dass der Zuschuss für die Stiftung Humanitäre Hilfen für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen sich erhöht hat. 9 Millionen Euro, Bärbel Baas war dabei. Herzlichen Dank. Und auch jenseits des Bundeshaushalts, wenn wir tatsächlich uns die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen ansehen, dann machen wir unser Gesundheitssystem zukunftsfest. Allein nach der Sommerpause haben wir zum Beispiel, es ist angesprochen worden, die Berufsgesetze, die 30, 40 Jahre nicht überarbeitet worden sind, modernisiert, erneuert, attraktiv gemacht. Wir haben die Psychotherapeuten mit einer neuen Ausbildung zufriedengestellt. Wir haben die Hebammen, die jetzt im Rahmen eines dualen Studiums für ihre anspruchsvolle Tätigkeit vorbereitet werden, vorbereitet. Wir haben im Bereich Anästhesie, operationstechnische Assistenz erstmals bundeseinheitliche Ausbildungsvorschriften geschaffen. Daran wollen wir weiterarbeiten. Das wird die jungen Menschen in diese Berufe führen. Und das ist mir wichtig. Und da sind wir gut dabei. Mit der Reform des medizinischen Dienstes können wir nun wie den Versicherten, so wie wir das versprochen haben im Koalitionsvertrag, sicher sein, dass bereits der Anschein von Parteilichkeit vermieden wird. Frau Malzack, da ist übrigens auch die Krankenhausabrechnung ausdrücklich geregelt und auf völlig neue Füße gestellt worden. Qualität, Patientensicherheit haben wir adressiert im Implantateregistergesetz. Künftig wissen wir, wer welche Hüfte, welches Knie und welche Herzklappe bekommen hat, um den Patienten bei den Problemen effektiv helfen zu können. Und weil Patienten unendlich von Informationen über Einsatz und Erfolg, von Risiken, von diagnostischen und therapeutischen Verfahren unter Alltagsbedingungen profitieren, weil diese Versorgungsforschung so wichtig ist, haben wir im Gesetz zur digitalen Versorgung eben nicht nur die Apps geregelt, auch das ein ganz wesentlicher Punkt, aber wir haben ein Forschungsdatenzentrum ermöglicht, das solche Informationen, Versorgungsforschungsdaten anhand von Abrechnungsdaten der Kassen jetzt liefern kann. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frage, ob die Gesellschaft Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Staates hat, zuversichtlich in die Zukunft schaut, ist natürlich mit der Verfügbarkeit von Gesundheitsleistungen verbunden. Und da nehmen wir die Sorgen auf und schaffen auch Abhilfe. Sorgen machen zum Beispiel gerade die Lieferengpässe bei den Arzneimitteln. Lieferengpässe entstehen nicht nur in Deutschland, sondern sind weltweit vorhanden, aus den unterschiedlichsten Gründen. Schuldzuweisungen zwischen Kassen, Herstellern, Großhändlern und Apotheken führen da übrigens auch nicht weiter. Es braucht Transparenz, es braucht vor allem ein schnelles aufsichtsrechtliches Handeln. Und dazu schnüren wir gerade das Gesetzespaket, das wir mit dem Faire Kassenwettbewerbssystem im spätestens Januar, Februar nächsten Jahres abschließen werden. Und zu einem ganz drängenden Problem für die Älteren, das wurde heute schon erwähnt, ist die Kostenbelastung
durch die stationäre Langzeitpflege geworden. Die Entlastung der Angehörigen haben wir auf den Weg gebracht. Niemand, der weniger als 100.000 Euro brutto verdient, muss fürchten, für die Pflegekosten der Eltern oder auch der Kinder in Anspruch genommen zu werden. Und da hoffe ich und gucke auf die Bundesratsbank, dass das morgen auch ordentlich durchgeht. Aber wenn der Anstieg der Eigenanteile im Jahresvergleich 17% beträgt und wenn bei mir in Baden-Württemberg Beträge zwischen 2.500 und 3.000 Euro im Monat als Eigenanteil anfangen, dann müssen wir handeln, da bin ich bei Ihnen. Und wir werden natürlich, wie für 2020 vorgesehen, die Sachleistungsbeträge anpassen. Wir werden auch die Pflegeversicherung vor überteuerten Strukturen entlasten und die Länder vor allem an ihre Verpflichtung hinsichtlich der Investitionskostenanteile erinnern. Ein reiches Land wie Baden-Württemberg ist bereits seit 2010 komplett aus der Finanzierung ausgestiegen. Damit werde ich mich nicht abfinden. Pflegekosten müssen planbar werden, ja. Kostenobergrenzen, ja. Was aber nicht geht, ist einfach, künftige Generationen zu belasten. Ich meine, die Einführung eines Pflegevorsorgefonds war ausgesprochen gut, war weitsichtig. Der gehört zum Beispiel ausgebaut. Frau Kollegin, kommen Sie zum Schluss, bitte. Kommen Sie bitte zum Schluss. Herr Präsident, ich merke, der Präsident hat gewechselt. Ich komme zum Schluss. Ich bedanke mich bei den Haushältern, bei der Regierung für den 7. Haushalt ohne neue Schulden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ja, aus dem Hintergrund Wolfgang Kubicki, der Bundestagsvizepräsident, der jetzt hier die Sitzungsleitung hat, Thomas Oppermann abgelöst hat. Und jetzt hören wir den nächsten Redner, Edgar Franke für die SPD. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gute Gesundheitspolitik braucht immer einen roten, einen sozialdemokratischen Faden. Dieser rote Faden ist die bestmögliche Versorgung für alle versichert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Egal, wie viel ein Mensch verdient, egal, wo er wohnt, egal, wie alt er ist, gute Gesundheitspolitik muss immer, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus Sicht des Versicherten und nicht aus Sicherten von Lobbyisten gedacht werden. Dieser rote Faden sorgt dafür, dass die politische Richtung stimmt. Er sorgt auch dafür, dass unser schwarzer Gesundheitsminister Spahn nicht übermütig werden kann. Denn jedenfalls manchmal besteht die Gefahr. Die Gesundheitshaushalt aus dem Jahr 2020 nimmt diesen, unser Gesundheitshaushalt nimmt diesen roten Faden auf. Mit Steuermitteln unterstützen wir unsere gesetzlichen Krankenkassen und stärken die Präventions-, vor allem die Aufklärungsarbeit im Gesundheitswesen. Von rund 15 Milliarden Euro gehen allein 14,5 Milliarden in den Gesundheitsfonds. Wir als SPD, meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen dies ausdrücklich. Es ist richtig, dass wir die gesetzlichen Krankenkassen mit Steuerzuschüssen unterstützen. Diese übernehmen schließlich Aufgaben, staatliche Aufgaben wie die Familienversicherung. Dieser Steuerzuschuss muss aber immer auskömmlich sein, denn die Krankenkassen, die dürfen eben nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben. Das ist ganz wichtig. Es freut mich sehr, dass wir über 63 Millionen für Prävention ausgeben. Den größten Teil erhält die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, allgemeine Risiken, Bekämpfung von Drogen- und Suchtmittelmissbrauch sowie Aufklärung über sexuell übertragbare Krankheiten. Dieses Geld ist hervorragend angelegt. Aufklärungsarbeit kann aber nur dann gelingen, wenn auch die Gesellschaft engagiert mitwirkt. So leistet beispielsweise der Verein Jugend gegen AIDS hervorragende Arbeit vor Ort. Mit kreativen Ideen machen junge Mitglieder auf die Gefahren sexuell übertragbaren Krankheiten aufmerksam. Die Lebenswelten der Jugendlichen erreicht man mit Vereinen wie Jugend gegen AIDS wesentlich besser, als das jede teure Werbekampagne konnte, meine sehr verehrten Damen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Haushaltsberatungen, das haben wir heute ja auch gesehen, sind ein guter Zeitpunkt, auch ein Stück weit zurückzublicken. Die wichtigsten Themen, haben wir auch heute gehört, sind Pflege, sind flächendeckende medizinische Versorgung.
Wir haben mit der Pflegekampagne erreicht, dass das gesellschaftliche Ansehen für diese wirklich wichtige Arbeit eindeutig gestiegen ist. Wir haben die Arbeitsbedingungen der angehenden Pflegekräfte massiv verbessert. Und wir benötigen allerdings, das will ich ja auch kritisch sagen, wesentlich mehr Pflegekräfte, weil wir es noch nicht einmal schaffen, die 13.000 neuen Stellen in der Altenpflege zu besetzen. Das Problem ist auch, das Verfahren ist teilweise ein bisschen bürokratisch. Ich glaube, hier müssen wir auch sehen, wie wir das verbessern können. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die konzertierte Aktion von Bundesminister Spahn, von dem Bundesminister Heil und der Bundesministerin Giffey, glaube ich, war das richtige Zeichen. Und der Minister hat zu Recht gesagt, dass wir Vertrauen in die Regierung brauchen. Und ich denke, mehr Pflegerinnen und Pfleger, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne, das ist das richtige Credo unserer Regierung. Die ambulante, flächendeckende medizinische Versorgung liegt mir persönlich sehr am Herzen als ein Abgeordneter, der aus Nordhessen, der aus dem ländlichen Bereich kommt. Hier haben wir inzwischen der Kassenärztlichen Vereinigung alle notwendigen Instrumente an die Hand gegeben. Das Problem ist nur, die Kassenärztlichen Vereinigungen müssen die auch tatsächlich umsetzen. Das ist ein großes Problem, was wir momentan haben. Daran mangelt es noch immer. Deshalb haben wir mit dem Terminservice, deshalb haben wir mit dem Versorgungsgesetz gesetzgeberisch nachgesteuert, durch verbesserte Terminservicestellen, durch Mindestsprechstunden und vor allen Dingen auch durch regionale Zuschläge bekämpfen wir die Unterversorgung in strukturschwachen Gebieten. Von allein wird das aber nicht gehen. Wir brauchen auch jemanden, der wie ich kommunalpolitisch noch im Kreistag vor Ort aktiv ist. Wir brauchen vor allem die kleineren Kommunen und die Landkreise. Und die müssen auch einsehen, dass ambulante medizinische sozusagen Versorgung auch Daseinsvorsorge ist, auch eine kommunale Aufgabe ist. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir immer wieder deutlich machen müssen, auch hier vom Bund. Auch das Krankenhaus bleibt ein Thema. Gesine Lötsch hat ja die DRGs angesprochen im Bereich von Kinderkrankenhäusern, von Kinderkrankenabteilungen. Das Problem bei den Fallpauschalen ist aber nicht, dass sie nicht wirken. Das Problem bei den Fallpauschalen ist, dass aus den Fallpauschalen die Investitionskosten der Länder mitfinanziert werden müssen. Und da haben wir ein Delta von 3 Milliarden. Also die Länder müssen mehr finanzieren. Das ist das eigentliche Problem bei den DRGs. Das möchte ich hier ausdrücklich sagen. Und das sage ich auch als jemand, der mal als Vater in einem Kinderkrankenhaus war und der weiß, dass es da mit der Unterfinanzierung auch Probleme gibt. Wir müssen gerade in den Krankenhäusern zielgerichter in Zukunft unsere Ausgaben steuern. Wir dürfen das nicht mit der Gießkanne machen, da gebe ich Ihnen ja recht. Ja, und wir haben aber auch im Krankenhausbereich ein Nebeneinander von Über- und Unterversorgung. Wir dürfen allerdings, das sage ich ausdrücklich, die strukturschwachen Regionen nicht vergessen und die kleinen bedarfsnotwendigen Krankenhäuser. Denn auch hier haben die Menschen auf dem Land ein Anrecht auf optimale Versorgung. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Deshalb haben wir auch eigenständige pauschale Bundesförderung für die ländlichen Kliniken geschaffen, und zwar unabhängig von den Sicherstellungszuschlägen der Länder. Ab 2020 bekommen rund 120 Kliniken, bei uns in Nordhessen zum Beispiel allein 6, im strukturschwachen Nordhessen zusätzlich 400.000 Euro pro Jahr. Da habe ich mich persönlich für eingesetzt. Der Gesetzgeber hat allerdings dieselben Anspruchskriterien zum Maßstab genommen wie bei Sicherstellungszuschlägen, also weniger als 100 Menschen pro Quadratkilometer und mehr als eine halbe Stunde zum nächsten Krankenhaus. Das bedeutet, dass manche Kliniken auf dem Land eine Doppelförderung bekommen, manche gar nicht. Hier sollte man darüber nachdenken, ob man von diesen starren Voraussetzungen des gemeinsamen Bundesausschusses nicht generell abgehen konnte. Nämlich in Ausnahmefällen ist es, glaube ich, wichtig für die Versorgung, dass auch andere Krankenhäuser hier in Anspruch dieser Förderung unter Umständen kommen. Schließlich freue ich mich sehr, dass jetzt das digitale Versorgungsgesetz gibt und viele Minister
sind bei der Digitalisierung als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. Hier hat der Minister aber ein wirklich gutes, innovatives Gesetz vorgelegt. Ja, bis jetzt, wenn man so will, ist er noch der Tiger. Wir warten mal ab, wie das weitergeht. Was ich mir auf jeden Fall hoffe, dass wir in dieser Legislaturperiode tatsächlich noch eine elektronische Patientenakte bekommen. Dann würde ich sozusagen vor dem Tiger auch den Hut ziehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Wir haben uns als SPD-Fraktion erfolgreich dafür stark gemacht, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen die Beiträge seit dem Januar 2019 wieder zu gleichen Teilen tragen lassen. Das bedeutet dafür, dass gesetzliche Versicherte unterm Strich mehr Geld in der Tasche haben. Das sind mehrere hundert Euro pro Jahr. Hier werden wir den Krankenkassen nichts wegnehmen, ich komme zum Schluss, sondern wir werden viele Versicherte dadurch entlasten. So geht sozialdemokratische Gesundheitspolitik. Auch mit einem schwarzen Minister haben wir einen roten Faden, nämlich diesen sozial ausgewogenen Kollege, und seriösen Haushalt. Ihm kann man nur zustimmen. Dankeschön, Herr Präsident. Okay. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion ist die Kollegin Professor Claudia Schmidtke. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, eines der besten Gesundheitssysteme der Welt ist in diesem Jahr wieder ein wenig besser geworden. Das liegt zuallererst an den vielen engagierten Menschen, die unsere Gesundheitsversorgung jeden Tag, jede Nacht am Laufen halten. Die Menschen in Pflege, Heilberufen und Versorgung, die uns alle so engagiert, oft gegen alle Widrigkeiten therapieren, verbinden, füttern, anziehen und uns in schweren Stunden beistehen. Sie verdienen unsere gesellschaftliche und politische Unterstützung. Dazu fühlen wir uns als CDU-CSU-Fraktion auch weiterhin verpflichtet. Doch auch wir als Koalitionsfraktionen haben im vergangenen Jahr mit schier unglaublichem Tempo und einer unglaublichen Fülle von Gesetzen dazu beigetragen, unsere Gesundheitsversorgung zu verbessern. Vom größten Brocken, dem TSVG, über das Implantatregistergesetz bis hin zum DVG in der vorletzten Sitzungswoche. Und lieber Herr Schindenburg, das geht nicht ohne Personal. Gesetze sind kein Selbstzweck, sondern dienen der besseren Versorgung. Ohne Personal keine Gesetze und keine bessere Versorgung. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie das nicht wollen. Und da kann man vielleicht auch mal einen Dank an die Mitarbeiter, an das Personal im BMG, das bis an die Grenzen gearbeitet hat, aussprechen. Heute beschließen wir den Haushalt 2020. Nach der Performance der vergangenen beiden Jahre fragt sich der eine oder die andere, vielleicht kann da noch mehr kommen. Die Antwort ist ja, denn diejenigen von uns, die sich in der Gesundheitspolitik engagieren, sehen sich doch täglich mit den großen Herausforderungen unseres Gesundheitssystems konfrontiert. Ich nenne beispielhaft drei Dinge. Erstens, ich nenne die Sorge, ob unsere Versorgungsstrukturen auf die Kosten der Präzisionsmedizin vorbereitet sind. Zweitens, ich nenne den Eindruck der Unüberwindbarkeit von Sektorengrenzen, der sich jedes Mal ergibt, wenn wir ihre Mauern einreißen wollen. Und ich nenne drittens natürlich die großen Fragen, die uns mit der Digitalisierung erreichen, von der digitalen Patientensicherheit bis zur Sorge vieler älterer Patientinnen und Patienten, ihren gewohnten Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verlieren. Das A und O der Beantwortung dieser Fragen sind Forschung und Innovation. Und damit nehme ich jetzt mal den schwarzen Faden auf, lieber Herr Franke. So sind die Basis aller Erkenntnisse, die wir benötigen, um in der Versorgung Risiken abzuwenden, um Qualität und Sicherheit zu steigern. Ich freue mich daher, dass es auch für das kommende Jahr wieder gelungen ist, diese Investitionsmittel im Haushalt für das Bundesgesundheitsministerium zu erhöhen. So steht jetzt mit 130 Millionen Euro für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben erneut mehr Geld zur Verfügung als im vergangenen Jahr. Exemplarisch möchte ich Ihnen die Bedeutung der Förderung an einem Projekt verdeutlichen. 17 Millionen Euro für das neue Projekt Genom.de. Hier können wir endlich in einem Bereich Boden gut machen, in dem wir als Wissenschaftsland viel zu weit zurückgefallen sind. Es hat das Potenzial, unzählige Menschenleben zu retten oder wieder lebenswert zu machen. Die Genomsequenzierung hilft uns bei der personalisierten Therapie von Krebs ebenso wie bei der Diagnose und Behandlung seltener Erkrankungen. Bei aller exzellenten Forschung, über die wir in diesem Bereich verfügen, gehen wir damit nun endlich die breite Anwendung und Versorgung durch effektive Vernetzung an.
Die bloße Erhöhung der Projektförderung wird nicht ausreichen, um unsere Forschungslandschaft zukunftsfähig zu machen. Die große Gemeinsamkeit von Versorgung, Forschung und Entwicklung ist unsere Stärke und Schwäche zugleich. Denn dort, wo diejenigen forschen, die gleichzeitig versorgen, ist die verfügbare Zeit ein natürlicher Engpassfaktor. Wir müssen deshalb insbesondere bei der Universitätsmedizin mittelfristig Antworten auf dieses strukturelle Manko entwickeln. Unsere Ausgangslage können Sie besichtigen. Ich habe jüngst in meinem Wahlkreis in Lübeck an der Neueröffnung des Universitätsklinikums teilnehmen können. Bis vor einer Woche wurden Patienten in einem der größten Maximalversorger Deutschlands teilweise noch in alten Lazarettbaracken behandelt. Nun befinden sich 14 Kliniken unter einem Dach mit Hubschrauberlandeplatz, ein Zentral-OP mit 20 Sälen, modernste digitale Infrastruktur. Hier wird auch die EPA bereits gelebt. Die Patienten können ihre Unterlagen digital mitnehmen. All das steht für Hochleistungsmedizin und Forschung von Weltrang. Hier müssen wir uns als Bund überlegen, wie wir die Universitätsmedizin bei den großen Herausforderungen der personalisierten Medizin im Übergang zum Zeitalter der Algorithmen gezielt unterstützen können. Gezielt, wie wir bei der mit diesem Haushalt ebenfalls beschlossenen Förderung des neuen Universitären Herzzentrums Berlin vorgehen. Wir hatten es schon gehört, es wird mit 100 Millionen Euro gefördert. Das ist ein starkes Zeichen, nicht allein für die Versorgung der Volkskrankheit Nummer 1, sondern auch grundsätzlich für das unverzichtbare Zusammenspiel von Versorgung, Forschung und Innovation in unseren Universitätskliniken. Das ist der Weg, um neben einer exzellenten Krankenversorgung auch international innovative Spitzenleistungen in der Forschung zu erbringen. Wir sind als Unionsfraktion und einem äußerst engagierten und auch beliebten Bundesgesundheitsminister auch weiterhin hochmotiviert, gemeinsam mit der SPD diese Herausforderungen anzugehen. Und wenn man sich vor Augen führt, wie viele Erfolge wir bereits in dieser Wahlperiode gemeinsam erreicht haben, sollten wir das auch. Ich freue mich auf das Haushaltsjahr 2020. Es wird ein weiteres gutes Jahr für unsere Gesundheitsversorgung in Deutschland. Sagt Claudia Schmidtke für die Unionsfraktion. Und auch wenn der ganz große Anteil dieses Einzelplans, nämlich von 15,3 Milliarden, immerhin 14,5 Milliarden Euro, immer für den Gesundheitsfonds beziehungsweise 2020 für den Gesundheitsfonds verwendet werden, bleibt doch noch genug Geld, beispielsweise für die Forschungsvorhaben, die eben angesprochen worden sind, oder auch für das Herzzentrum in Berlin, eine Finanzierungszusage in Höhe von 100 Millionen Euro. Erich Irzdorfer ist der Letzte zu diesem Einzelplan. Wir wissen auch, dass wir Zuwächse haben in unserem Etat. Das ist wichtig, das ist richtig. Und Herr Kollege Schönenburg, ich muss schon einmal sagen, dieses Wort situationselastisch, das ist wirklich gut. Ich nehme das auch sehr oft her, meistens natürlich auch gegen Sie, Naschmann. Also auf jeden Fall ist es so, dass dieses Wort situationselastisch, das bei einer Haushaltsdebatte, das beunruhigt mich fast ein bisschen, weil ich glaube eins, dieser Haushalt ist weder situationselastisch, sondern er ist geprägt von Weitblick und Augenmaß. Und das, glaube ich, ist auch bei einem so wichtigen Thema notwendig. Ich glaube auch, dass es gut ist, dass wir diese Aufgaben in allen Bereichen auch immer wieder überdenken, dass wir auch neu sortieren. Und wenn ich hier sehe, dass wir im Bereich der Prävention, Aidshilfe, Drogenberatung, digitale Anwendung und natürlich auch bei der IT-Infrastruktur, dass wir hier Geld in die Hand nehmen. Der Kollege hat es mit Jugend gegen Aids auch schon gesagt, dass wir hier auch Kampagnen starten, niederschwelligen Bereich. Das ist notwendig und ich glaube auch, dass es notwendig ist und das ist die Zielsetzung. Deshalb investieren wir auch in den Bereich der Prävention, dass wir sagen, wir möchten natürlich kranke Menschen behandeln, gesund machen und heilen. Das ist mit ein Auftrag. Aber wir wollen auch gesunde Menschen möglichst lang die Gesundheit erhalten. Und deshalb ist dieser Haushalt zukunftsweisend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist aber auch klar, dass wir mit diesen Mitteln, und das ist auch unsere Aufgabe, erstens sorgfältig mit dem Geld auch umgehen und dass wir da auch auskommen. Weil ich bin schon der Meinung, dass in diesem System Gesundheit genügend Geld auch vorhanden ist. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, dass es schon auch mal gesagt werden muss, dass es in Deutschland möglich ist,
zu nahezu jedem Zeitpunkt gesundheitlich und medizinisch versorgt zu werden, und zwar in einer guten, angemessenen Qualität. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein hohes Gut. Und dieser Haushalt gibt hier auch ein Versprechen ab, dass das auch in Zukunft so sein soll. Und diese Möglichkeit der Finanzen und der Ressourcen, dass wir hier Gewichtungen auch vornehmen, ist bedeutend, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil diese faktischen Haushaltsausgaben sind Investitionen, Investitionen in die Menschen in unserem Land. Und deshalb glaube ich auch, und ich bin da ein Verfechter davon, dass natürlich der Präventionsbereich ganz extrem notwendig ist, dass wir hier Geld in die Hand nehmen, aber dass wir auch zukunftsweisende Entscheidungen treffen im Bereich der Forschung. Und das ist auch ein Signal an die junge Generation, dass wir in dem Bereich Gesundheit und Pflege auch künftig hier einen Arbeitsmarkt erhalten, der es wert ist, dass man in diese Berufe geht, dass man diese Berufe ausübt, weil es Berufe der Zukunft sind. Als Berichterstatter für Pflege freut es mich natürlich umso mehr zu sehen, dass wir auch in die Pflegevorsorge hier Geld in die Hand nehmen. Das ist ein Signal an alle Bürgerinnen und Bürger, dass sich die Politik aktiv natürlich auch auf die Problemlagen einstellt, dass wir nicht nur diskutieren, sondern dass wir handeln. Und wenn man sieht, dass es hier doch ein gewisser Absicherungsmechanismus ist, den wir hier fördern, ist es notwendig, das auch zu sagen, aber immer im Kontext auch, dass natürlich auch Eigenverantwortung beim Thema Gesundheit und Pflege uns immer wieder leiten muss. Zum Abschluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, glaube ich, dass wir einen Haushalt vorlegen, der gut ist, dass wir einen Haushalt vorlegen, der in die richtige Richtung zeigt, der natürlich gerade auch im Bereich der seltenen Erkrankungen, im Bereich der Männergesundheit, dass wir natürlich auch, es ist vorher angesprochen worden, wenn es um das Thema Prostata und solche Operationen geht, dass wir hier Verbesserungen haben, die wir den Menschen auch rüberbringen müssen, dass wir hier Ängste abbauen, dass man sich auch traut, dann zur Vorsorge zu gehen. All diese Dinge sind in diesem Haushalt berücksichtigt. Ich glaube, die Gesundheit der Bundesrepublik Deutschland ist uns dieses Geld auch wert, weil es uns die Menschen wert sind. Deshalb bitte ich um Zustimmung. Herzlichen Dank. Sagt Erich Ilsdorfer für die Unionsfraktion, letzter zu diesem Einzelplan. Und jetzt hören wir eben, wie die Abstimmung läuft. Willkommen zur Abstimmung über den Einzelplan 15, Bundesministerium für Gesundheit, in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Keine. Dann ist dieser Einzelplan mit den Stimmen von CDU, CSU, SPD gegen die Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen.